Hallo zusammen und danke Gonzo für 200 Bits. Vielen lieben Dank. Und Leonidas, ich bin nicht ganz sicher, ob Koya dich vorgelesen hat. Vorsichtshalber einmal herzlich willkommen. Vielen Dank für deinen Follow. Musst du refreshen, aber jetzt ist alles schwarz. Imaru, wenn du in der... Du hörst mich aber wahrscheinlich. Wenn du in der Mod-Ansicht bist, kann es sein, dass du 3 bis 4 Mal refreshen musst, bevor du statt Schwarzbild wieder Bild hast. Das ist, wenn kurz vor Refresh eine Umfrage aufgelöst wurde, weil die Mod-Ansicht da ja ein bisschen buggy ist. Kann dir das mal passieren? Das Wort jetzt 3-mal hintereinander. Ich weiß es jetzt schon nicht mehr, Jan. Der Rest von euch sieht mich aber, oder? Hoffe ich? Fragezeichen? Also Imaru hört mich offenbar. Ihr seht mich. Sehr gut. Okay, ihr seht, ich habe gerade schon ganz schnell eingeloggt. Samsa, herzlich willkommen. Seit wann seid ihr ein Pärchen? Seid gar nicht, Copa. Seid gar nicht. Wir sind kein Paar. Nein. Jetzt sieht Imaru mich. Hallo Imaru. Noch wäre ein Brummton im Stream. Ja, im Spiel. Das ist, warte. Da war dein Brummton. Das ist in-game. So. Wie euch anzieht, könnte man das denken. Weißt du, das kann man auch, wenn man kein Paar ist. Und nein, das war gerade kein Ernst, keine Sorge. Also das mit dem Anzicken. Das mit dem kein Paar war mein Ernst. Drücke F8, um Feedback zu geben. Pass auf, ich habe heute umgebaut auf Stream. Wir haben die Seenphase erreicht. Nächste Stufe ist Moos. Das habt ihr verpasst. Ein, zwei neue Rezepte sind dadurch freigeschaltet worden und ein Erfolg. Und wir sind ganz knapp nicht abgesoffen da unten. Ich habe 2 Gras-Saat-Streuer-Dingenskirchen umgesetzt, die jetzt so halb unter Wasser waren. Ansonsten sind wir nicht abgesoffen. Aber ich habe die Base brav umgebaut, offstream. Ich habe vorhin, ich gehe mal so raus, ohne mich umzudrehen. Ich habe vorhin da hinten 4 von den einfachen kleinen Wohnblöcken gebaut. 4. Und die doppelreihig voll mit Schränken gestellt. Da die ganze Base quasi drin verpackt, bis auf... Ja, die Ecke, wo wir gerade standen mit den Monitoren. Und, klingt wie ein sterbender Lüfter. Und nein, auch nicht Bruder und Schwester. Ich habe zwar 3 Brüder, aber Koya ist keiner davon. Copa, schön, dass du da warst. Wir könnten jetzt den zweiten... Das war... Ich habe eingeloggt und es wurde direkt der T2-Biodom freigeschaltet. Da fehlt uns aber noch was zum Bauen. Ich habe es neu gebaut. Ich habe ein bisschen umsortiert. Wir haben jetzt hier unseren einen großen Raum. Ne? Deshalb habe ich das ja überhaupt gemacht, damit wir diese großen Räume haben, die diese Zwischenwände hier nicht haben. Den habe ich hier reingesetzt, habe das Lager ein bisschen umsortiert. Hutzelsepp, vielen Dank für deinen Follow. Hutzel. Wir haben ewig keine Hutzligen mehr gehabt. Ich mag den Namen. Herzlich willkommen. Also ich habe hier ein bisschen umsortiert. Titan ist jetzt vorne dafür, dass wir 3 Eisenschränke haben. Schwefel 2, Aluminium haben wir auch 3, aus Gründen. Hier sind Biokunststoff und Sprengstoff hingewandert. Hier Stoff und die Legierung, die sind jetzt auch hier hinten, ja, weil es da einfach besser reinpasste. Osmium ist auf die Ecke gewandert. Ansonsten haben wir hier alles, was wir vorher auch hatten. Wieder 2 Heizungen. Hier passten sie jetzt nicht mehr hin, weil ich hier jetzt einen Durchgang gelassen habe. Wenn wir von der Treppe aus reinkommen, können wir so gerade durchlaufen, wenn wir wollen, zum Biolager. Biolabor. Das war vorher im ersten Stock. Das ist jetzt hier unten. Steht hier. Die Schränke von der Küche stehen entsprechend hier. Das ist auch so ein 4er-Dingens, ja. Da stehen die Schränke von der Küche dran. Auch einer mehr für Essen. So ein Paracord. Offline gezockt. Ja, ich habe heute offline umgebaut, während Koya gestreamt hat. So ein Paracord, 42 Monate. So ein Paracord ist diesen Monat die Antwort auf alles. 1 Monat lang. Haltet euch an Soul and Paracord. Vielen Dank für die lange Unterstützung, Mensch. Dankeschön. Ne, hier habe ich die Pflanzdinger wieder hingesetzt. Dünger habe ich jetzt noch. Die Pflanzen habe ich nach unten gesetzt. Wir haben ein Problem, Leute. Der Planet ist wärmer geworden. Deshalb ist das Eis geschmolzen in den Höhlen. Das ist gut. Wir haben auch kein Eis mehr auf der Erde als Rohstoff zum Aufsammeln.
Das heißt, wir können diese T2-Wedge-Tubes gar nicht mehr bauen. Die brauchen nämlich zwei Eis zum Bauen. Wir können die T3 bauen. Das ist überhaupt... Oh, Biomasse-Rakete. Wir können die T3 bauen. Das ist nicht das Problem, aber nur die T2 passen ins Haus als Deko. Und ich wollte die überall als Deko hinstellen. Und wir können die jetzt nicht bauen. Wir haben 4 Stück und mehr kriegen wir nicht. Das habe ich umgebaut. Ansonsten, ich habe hier den Schredder daneben gestellt, weil mir die Ecke sonst zu leer war. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das Labor ist jetzt, wie gesagt, unten. Die Leitern stehen jetzt ein bisschen anders, nämlich so und so. Hier oben ist aber noch immer nichts. Ansonsten hat sich hier nichts getan. Aber wir haben massig Rezepte, die wir jetzt bauen können. Ich würde aber fast sagen, da wir bauen, nach hinten raus jetzt ziehen können, solange wir wollen, lasst uns mal erst das Erkunden machen, oder? Ne, hier haben wir jetzt ein gemischtes, einen Überschuss, weil wir mehr Titan haben, als wir unterkriegen. Ich hätte 2 Sauerstoff gerne mit. Ach so, und eins habe ich noch gefunden. Ich war ganz kurz bei den Algen hinten. Die sind richtig schön gewachsen. Und deshalb haben wir jetzt einen Algenschrank. Die kann man sammeln. Das sind die Algen. Dadurch kommen wir an Bakterienkulturen hier zum Bauen. Wo wir uns gefragt haben, wie kommen wir an die Algen? Die kann man dann einfach pflücken. Die habe ich dann kurz mitgebracht, aber ich habe sie noch nicht weiter vercraftet. Das wollte ich mit euch machen. Wasser. 2 Wasser. Darf ich dich spoilern wegen Eis? Nö, nö, nö. Wir finden schon raus, ob es noch eine Möglichkeit gibt, aber ich gehe jetzt erstmal nicht mehr davon aus. Wir haben ja auch bessere Sachen zum, zum Reinbauen. Wir haben ja die Wedge Tube 3. Und das Spiel ist ja auf Überleben ausgerichtet und nicht auf Schönheit. Nur weil ich schön bauen will. So. 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 Böhnchen. Können wir die hier gerade wieder reinpacken? 3 Stück. Na, nehmen wir mal 4 Stück mit. Wieso Britz für Matze? Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Was habe ich verpasst? Und ich möchte jetzt bitte wenigstens auch die Unterstellung im Chat lesen. Matze und Imaru wären ein Paar. Wenn mir das schon mit Koya vorgeworfen wurde. Die kabbeln sich nämlich auch gerade. Schön bauen und schön gestalten gehört doch auch zum Spiel. Ja, klar. Aber halt mit dem, was man hat. Dass man daraus was Hübsches macht. Das ist ja nicht die Aufgabe der Spielentwickler, sicherzustellen, dass man Sachen länger craften kann, weil sich der Planet so verändert, wie er soll. Weißt du? Ich bin gerade planlos. Pass mal auf. Wir brauchen Dinge für eine solche, für ein Sauerstoffzelt quasi. Das heißt, wir brauchen 3 Eisen, 2 Titan, 1 Silizium. 2 Eisen. Titan haben wir hier in allem Überfluss. 2 Titan. 1 Silizium. Achso, und dann wollen wir da noch Schränke reinhaben. Die kosten 3 Eisen. Das heißt, wir gehen mal wieder mit dem vollen Inventar los. Und wir haben Durst. Wir haben es ja mit dem Wasser. Komm, unten. Hm. Sind wir das nicht? Ach so. Ach so. Dann. Guck mal, wie weit das Wasser hier rangekommen ist. Ne? Hier waren vorher noch 2 Saatgutstreuer. Die habe ich da hinten hin platziert jetzt. Und es steht hier uns buchstäblich bis zur Treppe. Das Wasser. Also das haben wir schon ganz gut getimt. Muss man sagen. Jetzt holen wir uns hier noch einmal ein Wasser. Ach komm, wir nehmen die anderen Wasser mit. Wir können sie immer noch wegschmeißen, oder wie war das? So, und dann machen wir uns auf. Gibt es das Spiel auch für die PS4? Akaya, das ist eine gute Frage. Mir wäre es im Moment nur für PC bekannt, tatsächlich. Wunderschöne Menschen können nur ein wunderschönes Paar sein. Oh je. Hier, da sind unsere Algen. Ja, da können wir jetzt auch noch deutlich mehr hinpacken. Die Rettungskapsel sieht man einfach gar nicht mehr. Sind die gerade fertig? Wir platschen mal rein. Nö. Doch, hier. Kann man Algen sammeln. Ja. Mache ich jetzt nicht. Dann ist das Inventar gleich wieder voll. Oh, wie die sich jetzt anflirten im Chat, ne?
furchtbar. So, lass mal schauen. Da oben auch noch was? Da waren wir noch gar nicht, ne? Aber erstmal wollen wir jetzt verschollene Gänge finden. Muss dann jetzt auch mal was futtern gehen. Na, 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 Matze, das geht... Ach, wir haben hier noch ein Sauerstoffzelt. Da war ja was. Matze, das geht so nicht. Nein, Quatsch. Guten Appetit. Lass es dir schmecken. Lelörk. So. Mal auf, packen wir das mal alles hier rein. Und das mal alles da rein. Behalten wir einen Sauerstoff bei uns, ein Wasser bei uns, ein Essen bei uns. Gucken einmal ganz kurz, wie doll das Eis hier zurückgegangen ist. Ja, guck mal, da ist noch ein ganz klein bisschen Osmium rausgekommen, aber mehr dürfte es dann auch nicht sein. Hier waren wir ja schon, hier kommen wir jetzt ja wieder... wir auch raus. Das ist ja cool. Das ist die Höhle. Ja, ja, klar. Logo. Das war nur der Durchbruch. Das ist wieder ein Shortcut. Dann war es wirklich nur das eine Osmium. Den Rest haben wir schon. Sei denn, hier ist noch was? Gut. Na, nur zwei. Osmium ist immer gern gesehen. Das wäre eine Frage, die ich tatsächlich an euch habe, liebe Leute. Diejenigen von euch, die auch Planet Crafter zocken. Die Erzbohrer, die kosten ja Osmium. Wie viele von diesen Erzbohrern habt ihr gebaut? Wir haben ja aktuell drei. Decano, ich mag deinen Musikgeschmack. So, und währenddessen suchen wir hier mal. Siehst du ja, das Geheimding ist irgendwo neben... Oh, guck mal. Irgendwo neben Monitoren. Wir in diesem Schiff Monitore haben, müssen wir jetzt mal gucken. Hier sind Monitor. Eine Geheimtür. Hier wäre ein Monitor. Und den können wir nicht abbauen. Hast du deine eigene Base irgendwann verlagert? Einmal relativ zu Anfang, ja. Nachdem wir den Tipp bekamen, hochzubauen, bin ich mit euch umgezogen. Ich habe drei. Einen für normale Erze, einen für Aluminium und einen für Schwefel. Frage ist sehr schwierig. Ich weiß nicht, wo du die Bohrarbeit ausprobiert hast. Ich sag ja nicht, sagt mir, wofür ihr das verwendet, sondern wie viele von denen habt ihr im Einsatz? Ist ja egal für was. Kann ja auch jemand vier Stück für Eisen nutzen. Oder für Alu. Oder für sonst was. Ich glaube, wir sind falsch. Wir haben ja eh aufs andere Wrack getippt, aber ich glaube, wir sind hier tatsächlich falsch. Iron Star hat 4x T2. Mew auch 4x T2. Vorher ein T1. Du wirst mehrere brauchen. Ja, das ist mir klar. Ich habe ja jetzt auch schon drei. Fanny Bergmann hat drei. Ich wollte gerade sagen, benutzt mal deinen Scanner. Ja, falsches Game. Lidke hat auch 4 T2. Hutzelsepp hat 2. Das reicht bisher. Okay. Ich bin zu weit, um das guten Gewissens zu beantworten. Okay. I don't break hat 3. Okay. Okay, okay. Leute, wir sind am falschen Wrack. Ich sag euch das. Wir nehmen unser Sauerstoffzelt mit. Wir können unser Sauerstoffzelt nicht mitnehmen. Lassen Teil des Sauerstoffzelts hier. Gucken noch einmal, ob da oben was ist, wovon ich aber nicht ausgehe. Und dann gehen wir zu dem anderen Wrack, wo ja auch, wie gesagt, mehr von euch vermutet haben, dass wir dahin müssen, weil es eine Brücke hat. So eine richtige.
Na? Na? Mach mich da rauf. Und halt nicht. Woher hattest du... Oh! Woher hattest du die geheime Nachricht? Wir haben... Komm, Eisen haben wir eh genug. Nee, Titan haben wir eh genug. In diesem Fall gerade haben wir nicht genug Titan. Warte mal. Wir haben eine Base gefunden. Eine alte... Ja, man kann es Base, glaube ich, nennen. Also einen Raum, einen Ruinenraum mit einer Nachricht drin, wo gesagt wurde, es sollte einen versteckten Raum geben in einem großen Wrack irgendwo in der Nähe der Bildschirme. Akaya hat gesehen so 3 bis 4 von den Bohrern. Okay. Okay. Danke für euer Feedback. Dann sind wir ja ganz gut davor. Ich weiß, wir könnten uns jetzt ausladen gehen, aber hey, was soll der Geiz? Da haben wir ja diese Brücke und da haben wir vermutet, dass wir da vielleicht noch irgendwo hin müssen. Der Eingang war aber da hinten. Also... Können wir mal... Brücke. 60 FPS hat's aber sauber. Da geht's gleich rein. Das heißt, hier bauen wir unser Sauerstoffzelt hin. Tada! Und Schränke. Und die Schränke auch so stellen. So habe ich sie übrigens beim Umbau gestellt, ne? So nebeneinander und dann hier quasi die nächsten 2er-Reihen davor immer so weiter. So. Lassen wir die Rohstoffe mal raus. Ja. So. Hm, jetzt haben wir gar nichts mehr. Das ist auch dumm. Wir nehmen mal beide Sauerstoff mit, just in case. Und das Essen können wir jetzt auch schon wieder. So. Wir haben noch so einen goldenen Samen, das ist sehr cool. Ist das Game bei allen gleich aufgebaut? Die Karte dürfte bei allen gleich sein, ja. So, natürlich ist jetzt Nacht, aber drin ist es eh dunkel. Von daher gucken wir mal. Immer durch. Ich weiß, eigentlich müssen wir nach oben, aber... Zur Sicherheit. Nicht, dass ich irgendwelche Monitore übersehe. Nein. 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 Haben wir ja gerade hier. Nee, da kamen wir nicht hier. Hier gibt es 2 Gänge runter. Haben wir noch was übersehen? Schade. Schade. Da wäre auch ein Monitor. Hier ist nichts, was man abbauen könnte. Und ich gehe davon aus, dass schon mehrere Monitore gemeint sind. Hm, noch haben wir Sauerstoff. Also ist auch die Größe begrenzt. Kann man um den Planeten laufen? Es sind ganz viele Gebiete, dadurch, dass es Early Access sind, sind ganz viele Gebiete noch leer. Sprich, da würdest du verhungern, dursten, frieren, die Orientierung verlieren und alles miteinander. Daher ist es aktuell, ja, ob es theoretisch möglich wäre, keine Ahnung, aber auf jeden Fall nicht ratsam. Ob es auf Dauer gehen wird, kann ich dir gar nicht beantworten, tatsächlich. Da, viele Monitore, so.
Ja. Okay. Alles klar. 125% Baumsamen. Aha. Aha. Haben wir. Baumsamen. Alles Klärchen. Was ich damit übrigens nicht mehr habe, ist Orientierung. Da müssen wir lang, glaube ich. So. Haben wir. Stromrechnung nicht bezahlt. Das ist ein Wrack, in dem wir gelandet sind, Nekrodia. das stimmt so nicht. Was stimmt so nicht? Licht aus. Das einmal hier. Guck mal, da waren auch Raketentriebwerke drin. Okay. Und Iridiumstäbe noch und nöcher. Plus Saat. Das kann da rein. Was sind das hier eigentlich gerade so überstrahlt? Gut, dann nehmen wir das mal mit. Wir müssen eh zweimal laufen. Bringen das einmal zurück zur Base und dann holen wir uns die zweite Fuhre. So der Map, man kann den Planeten nicht umrunden. Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich weiß nicht, ob es möglich ist. Apropos, Moment. Wrack, Höhle, da müssen wir lang. Voll die falsche Richtung eingeschlagen. Achso, das ist unser Bohrer, der da steht. Ich wollte gerade sagen, was da drin? Das heißt, wir haben jetzt einen Baumsamen und wir kriegen ja später auch diese Baumsaatgutstreuer. Okay, das heißt, wir können ein Bäumchen pflanzen und dann wahrscheinlich, wenn der Samen bildet, daraus dann weitere Bäume und so. Ist doch schon mal gut. Also ist das definitiv ein Samen 1. Beziehungsweise ein, ne? Ein Blumen 1. So, der Rest ist 2 und da haben wir leider keinen Platz mehr. So, dann haben wir hier noch eine Rakete und 2 Triebwerke. Und Samen 1. Und Samen 2 haben wir auch keinen Platz mehr. Oh Gott, ey. So, jetzt geht der Platz aus für alles. Wasser. 2 Osmium, ein Uran. Eine Legierung. Dann haben wir Iridiumstäbe. Hier hinpacken. So. So, jo. Das war jetzt aber eine kurze Erkundung. Dann können wir ja das ganze neue Zeug bauen, das ich freigeschaltet habe. Ich war eine sehr kurze Erkundung. Frage ist jetzt natürlich, haben wir jetzt wirklich alle Wracks gefunden?
Oder fehlen uns noch immer welche? Die sind teils hier echt gut versteckt. Jetzt noch eine Lagerhalle am Haus bauen. Na, ich habe den Lagerplatz ja schon optimiert. Jetzt natürlich auch die Frage, wie viel ist hier. Guck mal, am Ende sind hier noch irgendwelche Kästen drin, wie bei dem Satelliten, die man öffnen kann. Die einem ja halt gar nicht angezeigt werden, wo man wissen muss, dass man sie öffnen kann. Dann einmal zurück. Und dann können wir unsere Bohrer nochmal leeren. Also zumindest den von Iridium. Dann gucken wir mal. Ja, schon wieder die falsche Richtung. Was ist denn heute mit mir? Hier hinten in dem Bereich waren wir halt auch noch nicht. Da könnte noch was sein. Es gibt auch noch die Frage mit den Reaktoren auf den Schiffen. Ja, also genug zu machen haben wir auf jeden Fall noch. Wir haben ja auch noch ganz viel freizuschalten. Und wir haben viel, was freigeschaltet ist, wir aber noch nicht gebaut haben. Wir haben die nächsten Begrünungsphasen. Wir müssten ganz massiv uns auch darum kümmern, mehr Energie zu gewinnen, damit wir mehr Bohrer setzen können, mehr Gras setzen können, etc., damit wir die ganzen Werte mal in die Höhe treiben, mehr Heizung setzen, damit es wärmer wird. Ein Gartenhaus, theoretisch kann man sowas auch pflanzen, ja, bauen, also so ein nicht ein Gartenhaus, aber ein Gewächshaus. Aber da haben wir das haben wir noch nicht freigeschaltet. Wir haben nur diesen Biodom T2, den wir noch bauen könnten. Mal gucken. Mal gucken. So, habe ich Kobalt dabei? Ja. Habe ich Magnesium? Silizium habe ich gesehen. Sortieren wir das mal bitte durch. Dankeschön. Ich will aber keinen Platz mehr für. Legierung. Stoff. Ja, mal gespannt, ob man auf Dauer Stoff auch selbst wird machen können. Das ist das, was mich bislang noch davon abhält, tatsächlich die Sitzecke oben zu bauen und das Bett und so, weil ich nicht weiß, ob man da, ob das ein wieder beschaffbarer Rohstoff ist oder nicht. Mal gucken. Hallo. Janu. Okay. Also, gucken wir mal, was wir noch bauen können. Das haben wir alles schon gebaut. Dann bei Energie sind wir im Moment gut drüber noch. Hier haben wir auch alles. Dann gucken wir doch mal durch. Man kann ja eh immer wieder alles abbauen, also wieder nicht. Ja. Ja, stimmt schon. Also, passt auf. Das mit dem Wissen über den Stoff hält alle Spieler ab von der Nutzung. Ja, das kann ich mir vorstellen. Hier, Biodom T2 statt T1 im Vergleich. Der sieht auch viel schicker aus und scheint Bäume beherbergen zu können. Braucht 2 Dünger, 2 Bakterienproben. Bakterienproben haben wir hier gesehen. Brauchen 3 Algen, 3 Wasser. Und Algen haben wir jetzt endlich. 2, 4, 6. Genau richtig viel. So, insofern. Haben wir uns 2-mal Bakterien. Das geht bestimmt gut. Das wird toll. Das sieht man gar nicht, dass die heller sind, dass man die gerade im Inventar hat. 2 Dünger, 2 Legierungen. Dünger haben wir bislang den 1er. Da gibt es wohl auch noch eine bessere Stufe von. Jetzt lasst uns mal gucken, ob wir den hier ersetzen. Wie sieht denn der aus? Ja, der hat auch wieder 2 Türen. Wir ersetzen den. Die Snap-Points dieser Bauteile sind aber teils echt schwierig. So. Hier.
Er hat aber die Anzeigetafel nicht mehr dran. Baumrinde, wenn man... Ah, okay. Dann könnten wir aber theoretisch auch noch den nochmal... Erzeugt Baumrinden. Erzeugt O2. Also, ne, Sauerstoff. Lasst uns mal... So. Versuchen. Wieso fehlt mir jetzt ein Silizium? Sowas. Alter, guckt euch das an. Dann müsste es aber eigentlich andersrum sein, ne? Das müsste eigentlich andersrum. Wir müssten erst die Bäume haben, dann das Büro. Verdammt. Wolf Legend, herzlich willkommen. Was ist denn das für ein Game? Vom Design her hat es ganz starke Subnautica-Vibes, wenn du mich fragst. Das ist Planet Crafter. Das ist vor einer Woche, zwei, relativ frisch in den Early Access gestartet. Und das Ziel ist es, du bist halt Sträfling, so viel wissen wir. Na, snappen wir nicht. Moment. Das snappt nicht. wir sind ein Sträfling und es gibt irgendwelche Anklagepunkte gegen uns und die Firma, die uns hierher geschickt hat, hat ganz großzügig angeboten, die Anklagepunkte fallen zu lassen, unter der Voraussetzung, dass wir halt diesen im Moment noch unbewohnbaren Planeten bewohnbar machen. Das ist unsere Aufgabe. Und das versuchen wir jetzt. Wir dürfen den Planeten nicht verlassen. Wir dürfen nur das nehmen, was hier ist, oder wir an Technik von denen gestellt kriegen. Mehr dürfen wir nicht tun. Das sollte ich von draußen tun. Hallo, Panti. Wolltest du das nicht andersherum machen? Ich habe gerade gesagt, es ist vielleicht schöner, wenn man reinkommt, wenn man dann erst die Bäume hat und das, was so Office, ne, was vom Boden her einheitlich wirkt wie so ein Büro oder halt diese Basis, wenn das aneinander kommt. Hat auch den Vorteil, das snappt jetzt da wieder ran. Wir können es aber auch hier zur Seite vielleicht snappen. Mal gucken. Ah, nee, da ist kein Platz. Okay. Da nicht. In dem Fall snappen wir es daran. Ach, und da fliegt es jetzt. Ich probiere mal was. 1, 2, 3, 4. Sonst die mal kurz hier hin. Die wir gleich noch ordentlicher platzieren. Nur mal versuchen. Ja, jetzt geht uns der Platz aus. Soweit so klar. Ach, da haben wir jetzt ja keine Tür dran. Wegen dem Steinbrocken darunter. Ja, aber daran können wir ja nichts machen. Das ist ja gerade mein Problem. Halt, den Schwefel brauchte ich aber. Das ist ja sonst schnell wieder aufgebaut. Seite snappen geht nur, wenn du es drehst. Hatte ich gemacht. Da war was im Weg, deshalb hat es nicht funktioniert. Gedreht hatte ich es. Kommen die dann später gucken? Die verfolgen von Weitem schon den Status des Planeten und lassen sich das alles zusenden. Wir sind unter ständiger Beobachtung. Uns ist auch die Strafe angedroht, sollten wir nicht weitermachen und einfach nur hier rumhocken und nichts tun. Und nichts am Terraforming machen, dass wir dann härter bestraft werden. Mal bitte in einen weiteren Schrank. Einfach nur für Zeug gerade. Der kommt da gleich noch weg. Weg. Jetzt bin ich gespannt. Mm-hmm.
Wir haben hier eine Grundfläche von 5 mal 4. Die 4 braucht das Ding auch ziemlich. Oder 3, wenn ich es richtig sehe. In der Tiefe braucht es auch 3. Das heißt, wir stellen uns hier hin und bauen es klüger. Wir stellen uns da hin und bauen es da hin. Rein logisch betrachtet müsste das doch jetzt snappen, oder? Nein! 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 Diese Snap-Points, ne? Nein! Nein! Hoch da? Nein. Zurück. Jetzt snap halt. Snap halt! Es ist eh zu breit. Guck mal, das braucht die Tiefe. Ah, mit den Snap Points, auch mit diesen Viererabteilen, mit den Snap Points habe ich mich furchtbar rumgeärgert. Nein, Compilation incoming. Ja, ich fürchte es. Dann machen wir es halt so. Wäre es so doch eigentlich passen müsste, oder? Ne, steht über. Okay. Guck mal, das kriegen wir noch hin. Verdurst es noch? Nö, nö. Nö, nö. Ist bündig? Ja. Nein. Hat so halb drauf. Und hier auch. Das ist nicht schön. Okay. In dem Fall müssen wir doch auch auf den Boden stellen, oder? Oder mal ganz blöd gefragt. Snappt er nicht drauf, oder? Nein, schade. In dem Fall. Gut, dann stellen wir ihn hier so ganz hart auf Kante. Fällt keinem auf, der nicht von der Nähe drauf schaut. Ein wunderbares Alibi, nicht einkaufen zu gehen, Sven. Hi. Bauen in Planet Crafter ist schon manchmal ein Krampf. Ja, dann wird's zum Planet Krampfer. Es ist so. Dann schieben die einen einfach wieder zurück zur Erde. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Und hören wir gerade Janikas Discord? Solltet ihr nicht, nö. Ich stehe aber tatsächlich nicht als Stream drin, aber ihr solltet mein Discord trotzdem nicht hören, da ich auf beschäftigt stehe. Das sollte nicht sein. Es regnet. Gucken wir mal. Also es ist draufgebaut, es ist halbwegs okay-ish. Was haben wir noch dabei? Jetzt ist die große Frage, wenn wir hier jetzt eine Leiter hinbauen wollen. Funktioniert das? Ja, gut. Okay. Ist okay. Bäumchen.
Wofür auch immer wir Rinde final brauchen, das wissen wir ja noch nicht, aber das werden wir herausfinden. Und, Orientierung, halt, hier, da. Hoch. Hoch. Der goldene Samen geht da auch rein? Okay. Ist aber nicht das Ziel. Den habe ich aus einem anderen Grund gerade geholt gehabt. Er soll hier hin. Mal auf. Du bist nämlich goldener Samen. Du auch. Du bist eine kleine Pflanze. So. Wenn ich wieder in der Base bin, gucke ich wieder auf den Chat. Moment. Upsala. Ja. Ich hätte gerne ein Spiel, wo man statt aufbauen mal alles zerstören könnte. Ach ja, destroy euch. Im Moment ist es so, dass hauptsächlich Koya die Spiele spielt, die, alles kaputt machen. Und ich spiele die Spiele, die alles wieder aufbauen. Also hi, für die Neuen, ich bin Janika, ich bin nicht Koya. Wir haben den Kanal zu zweit. Micha, hi. Wie holst du die Rinde aus der Fabrikation? Das werden wir noch sehen. Mal gucken. Du hattest doch eine neue Rakete bekommen. Hast du dir die schon mal angesehen? Nee, du, wir sind gerade frisch am Bauen der ganzen Sachen, die wir freigeschaltet haben. Das eins nach drei anderen. Da kommen wir gleich zu. Ich weiß, wir haben heute nicht viel Zeit. Dadurch können wir aber nicht automatisch mehr Dinge tun. Jo, ich habe den Schwefel ja immer noch im Inventar. Und das muss hier auch wieder weg. So. Halt Kobalt loswerden. Müssen wir da oben immerhin keine Scheiben mehr einbauen. Was habe ich noch? Tja, schlechte Nachrichten. Eisen geht noch. Nicht mehr viel, aber Eisen ging noch. Schwefel dürfte voll sein. Auch beide ganz voll. Ja. Der jetzt in Überschuss. Nun, ja, Dinge. Dann gucken wir weiter. Innenbeleuchtung brauchen wir jetzt tatsächlich dringend mal. Hier ist es nämlich nachts finster wie im Bärenarsch. Aber das machen wir, wenn es dunkel ist. Dark Lady, hi. Und Sienna ist da. Hi, schön, dass du reinschaust. So, lasst mal schauen. Die besseren Heizungen sollten wir uns auch mal drum kümmern, die zu bauen, damit es wärmer wird. Ihr seht, wir haben hier bei Wärme 23 Mikrokelvin, was keinen Sinn ergibt, aber das Thema hatten wir, erreicht und wir brauchen 45. Das heißt, wir können uns auch mal um bessere Heizungen kümmern und die draußen einfach zu den Kraftwerken stellen, zu den Kernreaktoren. Dann Erzextraktor, das haben wir alles, das haben wir alles. Den Saatgutstreuer 2 haben wir unten irgendwo stehen. Eigengenerator können wir einen besseren machen. Erzeugt Biomasse. Mit. Das lassen wir nochmal, weil wir jetzt ja die Biomasse-Rakete gleich machen können. Aber das hier haben wir, einen Seewassersammler, damit wir Wasser kriegen. 3 Kunststoff, 1 Magnesium, 1 Alu, 1 Legierung. Magnesium. Alu. Eine Legierung und wir haben noch 3 Kunststoff, oder? Ja. Sehr gut. Dann können wir, wenn wir jetzt schon am Wasser wohnen, unfreiwillig, können wir uns immerhin hier um Wasser auch bemühen. Wobei das Seewasser heißt. See klingt für mich jetzt eher nach Meer, aber hey. Guck mal, die können wir hier so verankern. Oder schwimmen lassen. Wollen wir sie schwimmen lassen oder wollen wir sie verankert haben? Heizung, um den Planeten zu erwärmen, gibt dem Spruch für draußen heizen eine ganz eigene Bedeutung. Das stimmt. Hallo Idefix. Ja, es ist es sind uranbetriebene Kraftwerke und iridiumbetriebene Heizungen. Frag nicht. Du musst da ran, um Wasser zu sammeln. Ja, das denke ich mir. Das denke ich mir schon. Und? Wir können doch schwimmen.
Magst du es, nass zu werden? Warum denn nicht? Verankert, verankert, dann lass es schwimmen, verankert. Wer weiß, wer das sonst mobst? Wir sind hier alleine. Also, denken wir. Vermuten wir. Schwimmen. Ihr wollt schwimmen. Aber wir können da noch. Dann können wir hier noch eine Treppe runterbauen. Dann haben wir eine Treppe ins Wasser und dann. Tada. Können wir da ran. 2, 4, 6. Und guck mal, der kann bis zu 8. Bis zu 8 Wasser machen. Und verbraucht 19 Kilowatt. War da gerade Kilowattsekunden? Der hier verbraucht 11 und kann nur 4 machen. Das ist doch super. Dann können wir den mal entfernen. Und machen lieber noch so ein Wasserding. Eieiei. Uff. Was brauchten wir jetzt dafür? Noch 3 Biokunststoffklumpen. Ja, mittlerweile weiß ich auch, dass die Algen gar nicht schlimm sind, dass die sogar hübsch aussehen. Das heißt, die Algensammler T2 können wir auch hier reinbauen und müssen nicht ganz hinten zum anderen See. Die sind nämlich tatsächlich sehr hübsch. Sag hallo, Janika, du bist gerade live bei mir im Altenheim. Klingwick 4, hi. Liebe Grüße. Wie sehen denn die Sandfälle aus? So. Also, die großen, die sind dahinter. Warte. Ja, sind dahinter. Das sind die kleinen. Oh Gott, jetzt wird hier ganz, ganz doll darüber gefachsimpelt, was mehr Spaß macht an Spielzielen. Ich fühle mich hier gerade sehr wohl mit diesem Spielziel. So, Silizium kriegen wir unter. Silenzio. So. Kobalt kriegen wir auch unter. So heißt das eigentlich Kobalt 1. Wir haben nur ein Kobalt. So. Nächstes. Die, wie gesagt, ne, Biokunststoffklumpen können wir bauen. Macht mehr als doppelt so viel. Ja, das lohnt. Das sind nur die Kometen, oder? Das klingt so komisch. Das klingt so. Es sind Meteoriten. Okay. Das klang gerade so seltsam. Lasst mal schauen. Was haben wir noch? Hier tatsächlich gerade. Hatten wir nicht noch irgendwas, was wir bauen wollen? Also die Rakete, ja. Aber sonst? Schlimm jetzt, wenn die Stimmen schweigen. Oh, oh. Guck mal, das schöne Licht hier. Voll schick. Die Biomasse-Rakete, die braucht doch garantiert gleich. Die braucht doch garantiert gleich tatsächlich die Baumrinde, damit sie Biomasse auf dem Planeten verbreiten kann. Aber ich will die austesten. Ich möchte wissen, ob es dann überall plötzlich grün wird, ohne dass ich diese Grassaatstreuer verbreiten muss. Gucken wir mal. Biomasse-Rakete. Triebwerk, Dünger. Da brauchen wir die Baumrinde für. Biomasse-Multiplikator 1000%. Da haben wir mal erst eine Baumrinde. Ah nee, da brauchen wir die Rinde für, nicht den Samen. Okay. Also Triebwerk, 2 Legierungen, Dünger, Lirma, Rinde. Mag das jemand kurz in den Chat übernehmen, damit wir es als Merkzettel haben? Triebwerk, 2 Legierungen, Dünger, Lirma, Rinde. Die Meteoriten können einem wohl Schaden machen oder einen killen, aber es kommt auf das Spiellevel an und wir spielen auf normal. Mmh.
Ich hab's im Kopf, aber ja, okay. Gut. Ich hab's nämlich in dieser Sekunde schon wieder vergessen. Ich habe heute so viele Dinge im Kopf. Triebwerk, zweimal Legierung, Dünger, Lirma, Rinde. Perfekt. Perfekt. Guck mal hier, Mobile Six, Lucano, Katrina. Aero hat's im Kopf. Dann kann ja nichts mehr schief gehen. So, Attacke. So ein Triebwerk haben wir. Legierung, Dünger, Lama, Rinde. Dünger, Lama. Zwei Legierungen. Triebwerk, zweimal Legierung, Dünger, Lama. Dann fehlt nur noch die Rinde. Das ist die Baumrinde. Wir haben nur die eine davon. An die Leute, die das, die schon weiter sind in dem Game, ist das klug, die jetzt zu nehmen? Ach so, nee, warte, die Rinde kommt da raus, die wird produziert. Wir haben den Baumsamen reingepackt. Vergesst, dass ich gefragt habe. Wieso haben wir hier keine Tür zum Quick starten? Oder da. Vergesst, dass ich gefragt habe. Alles gut, die Rinde müssen wir nur regelmäßig rausholen. Ich hab's kapiert. Meinte ich vorhin, hast du geschrieben, dass du das bald sehen wirst mit der... Wofür wir das brauchen, Pyron Star. Oh, Mini, wieso legst du dich hin? Was ist los? Gute Besserung. Schönen guten Abend. Lucano, ich hab alles. Glaube ich. Zweite Frage. Wenn tot, was passiert dann? Keine Ahnung. Und wieso steht hier schon wieder eine Kiste? Und wieso ist da ein Mikrochip drin? Ist da los? Nöp? Sicher? Was? Was habe ich vergessen? Nö, ich habe alles. Hast du bei dem Gewächshaus einen Baum reingetan? Ja. Ui! Wie schick. Gibt's denn hier, wie bei Raft, immer irgendwas, das immer alles kaputt macht oder einfach bauen, um Spaß zu haben? Du kannst ersticken, du kannst verdursten, du kannst verhungern. Du kannst dich zu Tode stürzen. Und der Planet ist halt insgesamt unwirtlich. Du musst ihn erst belebbar machen. Darf ich spoilern zum Gewächshaus? Spoiler? Nie, nein. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Jetzt müsste die Biomasse hochgehen, aber mal gucken, ob auch was grün wird hier. Ob da was runterkommt quasi. Es rauscht. Oh, guckt mal. Es funkelt. Gibt es Sandwürmer? Noch nicht Geisel der Zeit, aber wir haben die ganze Zeit den Running Gag, dass es sie bestimmt irgendwann geben wird. Wir sind schon so weit gekommen, dass wir Bakterien erzeugen können. Guck mal. Ah. Guck ich mal, ob ich Geld investiere heute Abend. Sven, es ist frisch draußen. Es müsste noch den 10% Early Access Release Rabatt haben. Damit kostet es 16 Euro und ein paar zerquetschte. Da machst du nicht viel falsch mit. Ja, wir stecken fast. Guck mal, dieses grünliche Licht hier. Wie geht's um die Biomasse? Schau da, der Paul schwimmt im Wasser. Welcher Paul? Wir haben noch einen Chip gefunden. Wartet mal.
Weil wieso haben wir weniger Energie als vorher? Ach, weil der Biodom was verbraucht, okay. Warum entschlüsselt der jetzt nicht? Der Rabatt wurde verlängert, na guck mal. Warum verlängert der jetzt nicht? Durchsortieren. Alu und Legierung werde ich los. Du bist aber hier falsch. Da gehörst du rein. Wenn du alles Erforschbare erforscht hast, geht nichts mehr. Dann kannst du auf die Seite legen. Vielleicht wird das später mit anderen Patches nachgeliefert. Aber heißt das, ich habe alle Sachen, die man per Chip lernen kann, jetzt gefunden? Finde ich nicht gut. Also finde ich gut, dass ich so viel gefunden habe, aber finde ich nicht gut, dass ich damit jetzt nichts machen kann. Muss ausgelesen werden, nicht mehr geht, dann ja. Oh. Na gut. Gucken wir allgemein mal, was wir noch lernen können und wann. Da brauchen wir 600 Mega TI. Uff. Das dauert noch, dafür müssen wir mehr Bohrer bauen. Startstreurakete verleiht einen globalen Generationsbonus durch die Verbreitung von Samen aus dem Weltraum. DNA-Manipulator. Aha, aha. Das ist aber alles noch weit weg. Hier kommt die Heizungsstufe 4 bei 63. Wir sind bei 44 Sauerstoff. Wir sollten mal in weitere Veg-Tubes hier investieren, glaube ich. Hier Baumsamen in einem Bäume zu züchten. Okay. Jetzt haben wir hier den Bohrerstufe 4 bei 41. Wir müssen für mehr Wärme sorgen. Das bei 100. Wir müssen erstmal für mehr Wärme sorgen. Dann kriegen wir den besseren Bohrer. Mit dem wiederum können wir für mehr Terraforming sorgen, damit wir den Pulsarquarz kriegen. Nee, andersrum. Wir müssen für mehr Sauerstoff sorgen, damit wir hier vorankommen. Dann kriegen wir die entsprechende Wärme, um den Bohrer zu kriegen und dann das. Also, jetzt habe ich's. Bäume. Wir brauchen Pflanz-Veg-Tubes. Magnesium, Alu, 2 Silizium. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moment, jetzt habe ich mich doch verzählt. Ein Magnesium brauche ich noch. GPUs braucht die Welt. So, dann haben wir hier noch die Samen. Nein, Quatsch, nicht die Samen, sondern die Blumen. Die 400% machen. Hm? Können wir doch mal Blümelein pflanzen. Ich habe das Wasser vergessen. Nimm mal Wasser her, danke. Finde ich gerade nicht so prickelnd. Was findest du nicht so prickelnd? Was denn? Was habe ich überlesen? Einmal um. 3, 4, 6, 7. Stehen jetzt halt alle schief und krumm, ne? Hallo, Vampire.
Uns nochmal das andere Wasser. Ein Spoiler, meint er? Welchen Spoiler? Wenn ein Spoiler im Chat war, dann bin ich froh, dass ich gerade den Chat nicht nachgelesen habe. Ich wollte dir die Funktion des Gewächshauses erklären. Das mit den Chips war okay. Ja und? Aero, du hast eindeutig gefragt, ne, direkt, ob du mich zu etwas spoilern darfst. Die Antwort auf die Frage, darfst du etwas spoilern, ist nein. Das hat ja mit den Chips nichts zu tun. Nach den Chips habe ich ja gefragt. Tatsächlich explizit. Und es ist auch ein Unterschied, ob eine Funktionsweise von einem Gebäude, das ich schon funktionstüchtig drin habe, erklärt wird, oder halt eine Spielmechanik, die noch nicht weiter implementiert ist. Das hatten wir ja mit dem Rand der Welt auch. Da habt ihr mir das ja auch gesagt mit der Sichtweite. Eine Erklärung zu einer Funktionsweise, die man selbst im Verlauf des Spiels herausfinden kann, ist ein Spoiler. Genau das. Deshalb möchte ich jetzt zu dem Gewächshaus nichts finden, nichts wissen. Genau das. Das ist ja genau das, wo wir gerade von reden. So, Magnesium, Aluminium. Wir hauen jetzt mal ordentlich auf die Sauerstoff. Auf die Sauerstoff. Hm? Wir kurbeln die Sauerstoffproduktion mal ordentlich an. Was war es? Silizium. Chips hätten auch etappenweise freischaltbar sein können. Ja, und wäre es so gewesen und der Chat hätte reingeschrieben, das kannst du erst freischalten, wenn du das und das erreicht hast, dann hätte ich mich beschwert. Dann wäre es mir auch nicht recht gewesen. Das hast du vollkommen richtig erkannt. In dem Moment, wo es halt heißt, ne, hat keine Funktion, dann ist es okay, wenn es mir gesagt wird. Das kann ich dir jetzt aber auch noch 5-mal hintereinander sagen, dass das ein Unterschied ist. Oder nicht. Das ändert ja nichts. Es ist nichts, was ich hätte herausfinden können. Samen sind immer noch Blumen. Habe ich jetzt 4 oder 5 da unten gebaut? Wie viel Sauerstoff wollt ihr? Ja. Ja, optimalerweise so viel, dass die Pflanzen... Wobei es sowieso unsinnig ist, dass die halt da rein müssen, ne? Die produzieren ja Sauerstoff, die brauchen keinen Sauerstoff. Irgendwann sollen die von selbst hier wachsen können. Das ist das Ziel. Energie, aber nicht so viel. Ich finde das noch nicht wirklich hübsch. Die könnten wir auf Dauer nochmal umsetzen, aber erstmal ist es praktikabel jetzt. Kümmern wir uns noch um ein paar Algen für die Bakterien, dass wir nicht immer da hinten hin müssen zum Ernten. Moment. Biokunststoff, dann holen wir die anderen aber zurück von da hinten, die wir dann eh nicht immer ansteuern werden. Weil ich nicht weiß, ob wir den Biokunststoff kriegen oder nicht. Auf Dauer gesehen, ob wir den bauen können. Ich gehe fast davon aus, aber ich bin mir nicht sicher.
Nee, es ist keiner böse. Wieso böse? So, dann nehmen wir die noch einmal mit. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hier ist interessanterweise nur eine drin und keine sechs. Okay, gut. Mich schaut es immer noch so aus, als hätte Jannika sich mit den T3-Dingern eine böse Armee gebaut. Na. Oh, aber guck mal, das sieht mit dem Biodom da oben drauf jetzt richtig, richtig cool aus. Der ist nicht ganz mittig gesetzt, wenn ich mir das so angucke. Aber nicht übel. Von weit dreht sich der übrigens nicht, der Empfänger. Interessant. So, ein bisschen Sauerstoff haben wir noch. Reicht das, was wir jetzt im Inventar haben, zufällig, um die zu bauen? Wahrscheinlich nicht. Nö, Dünger fehlt. Und mir entgeht gerade irgendwas über irgendeine Filmreihe oder sowas wird angeregt diskutiert. Dünger machen wir woraus? Aus Algen, Schwefel und Aubergine. Einen besseren Dünger machen wir mit Methankartusche. Dafür wird das Gasdingens sein, okay? Wir haben nur noch einen Dünger. Moment. Ein Schwefel noch. Schwefel war doch eh hier über, oder? Wandeln wir unsere ganzen Auberginensamen gleich mal. Also, nee, wir können sie ja nicht umwandeln, aber ne? Wandeln wir gleich mal alles in Dünger um. Magnesium, Wasser, zwei Superlegierungen. Wasser, Magnesium, okay, zwei Legierungen noch. Alles klar. Ich hätte gerne eine Mod mit einem Graboiden, den wir Jannika dann irgendwie unterjubeln. Angst. So, gehen wir mal an das andere Ufer. Ah, zwei Kunststoffklumpen fehlen. Verdammt. Da war was. Schon rar mittlerweile. Oh, das wächst ganz schön weit bis hierher. Okay. Ich spiele im Moment immer noch die Demo. Ich frage mich, wann die Demo endet. Die soll sehr, sehr weit gehen, Captain Sandmann. Sehr, sehr weit. Ich überlege ja fast, den noch mal ein bisschen weiter nach hinten zu setzen, ne? Aufs Wasser. Jano! Mann, danke für den Raid! Vielen, vielen lieben Dank! Hallo, ihr Lieben, habt ihr wieder Tarkov gespielt? War's gut? Die Demo endet in dem Sinne gar nicht, nur der TI-Wert steigt irgendwann nicht mehr in der Demo. Ah, okay.
Nicht viel, aber besser als nichts. Ach Quatsch, das ist total cool. Vielen, vielen lieben Dank. Mm. Guck mal, da kommt auch direkt Hector, um Hallo zu sagen. Katerchen? Guck mal hoch. Heb mal das. No. Nee, das Köpfchen solltest du heben. Der ist heute den ganzen Tag schon so schmusig. Du hast den Kater angelockt. Mal auf, wir haben immer noch Algen. Lasst uns tatsächlich mal essen, haben wir ja erstmal recht viel. Lasst uns mal Auberginen anbauen. Und dann ganz viel Dünger machen. Aha! Der geht da doch rein. Wieso ging der da letztens nicht rein? In dem Fall bauen wir auch Pilze an. Die brauchten wir auch für was. Die Sporen. So. Zwei Auberginen dazu. Und die sind schon bei 30%. Alter. Okay. Okay. Ich glaube, das geht schief. Hm. Hm. So. Passt. So. So. %33. Uiuiui. Einmal alle Hektar knuddeln, genau. Hm? Nur ist in die falsche Richtung, das hören die Leute so im Mikro nicht. Hab die Tarkov Hardcore Challenge abgebrochen, war zu schwer. Uiuiuiui. Dann ist es wirklich heftig. Ich hoffe, du hattest trotzdem Spaß am Stream. Miau, genau. Schwefel, Schwefel, Dünger, Algen. Da! Aha! Pilze. Wir brauchen Pilze. Gut. Pilze. Jetzt wachsen sie langsamer. Okay. Gut. Pilze, Auberginen. Ist das Ziel, das wir jetzt haben. Blumenstreuer T2. Blumenstreuer T2. Wasser. Eine Legierung. Ein Dünger mehr. Wir brauchen mehr Algen. Nützt alles nichts. Wir brauchen mehr Algen. Und Auberginen. Wir haben nämlich gar keine mehr. Wir haben sie alle aufgegessen. Ach, guck, ja. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt Algen, wir brauchen Auberginen, wir brauchen Pilze. Und wir brauchen Trinken. Was sagst du bis jetzt so? Hallo, Wulle. Schön, dass du da bist. Kann ich auch endlich Hallo sagen? Ich gucke schon eine Weile. Na, du Liebe, wie geht's dir? Ich habe absolutes Algenwachstum. Hi. Es ist ein absolutes Suchtspiel. Ich habe so Spaß dran. Ich komme jetzt langsam an den Punkt, wo es, glaube ich, nicht mehr viel zu erkunden gibt, sondern eher halt voranzutreiben beim Terraforming und dadurch weitere Baupläne zu kriegen. Aber ich habe so viel Spaß dran. Jetzt dreh dich doch mal um, Hector. Zeig doch mal dein Schnäuzlein. Mensch. Geht's sehr gut? Sehr schön. Sehr schön. Ja, doch. Also, ne, einiges läuft im Leben ja immer schief, wie man es nicht haben möchte, aber grundsätzlich geht's mir auch sehr gut. Likörchen ist auch da. Likörchen, was sagst du denn überhaupt zum Spiel? Hast du Spaß mit dem gewonnenen Key? Bringt's Laune? 1, 2, 3. Vier. 5. 6. 7. 8. 9, 10. 10 Algen sind doch schon mal eine Ansage. Sag
erstmal, frag für einen Freund. Auch nur Eisen. Hier ist doch. Ja. Drei Stück. Eins. Zwei. Gut, müsste man rein von der Logik. Jetzt habe ich tatsächlich kein Eisen mehr, aber wir haben drin. Absolut, aber am Ende des Spiels tun mir immer die Finger weh. Warum? Was machst du mit deinen Fingern? Ei! Lass meine Algen! Entschuldige, Katerchen, ich wollte dich nicht erschrecken. Lass meine Algen! Geh dann heute Zombie schlachten. Im Hafo viel Spaß. Knoten? Ja, gut, ich verdrücke mich ja auch immer zwischen Tab und Q und B, ne? Algen wegbringen. So. Pilze 48%, dann Eisen schnappen. Wieso haben wir eigentlich gerade einen Eisenbohrer am Laufen? Den brauchen wir gerade gar nicht. Und dann packen wir. Ne? Hier noch eine Treppe dran, auch wenn das halt nicht so ist, wie ich es kenne. Nee, das ist überhaupt nicht so gesnappt, wie ich snappen wollte. Moment. Also, dass es nicht hundertprozentig hübsch snappt, ist mir klar, aber so sollte es schon wenigstens noch gehen. Ach, Treppen in Wasser gehen nicht? Treppen in Wasser gehen nicht? Was? Moment. Ihr wolltet doch euren Wassersprungturm haben. Treppen in Wasser gehen nicht. In dem Fall. Gilt das immer noch als Wasser? Ach, es ist ermüdend. Ich sehe halt nicht, was da rot markiert ist als im Weg. Das Wasser, hä? Ach komm schon. Na gut, dann nicht. Dann machen wir es wirklich als Sprungturm. Bauen mit den Treppen macht mich irre. Mich auch. Ich finde die Treppe, die ich hier gebaut habe, das Treppenhaus auch immer noch sau hässlich. Aber ich bekomme es halt nicht besser hin. Hallo, das ging hier doch vorhin. Es ist schief. Das Wasser jetzt ernsthaft um 3 cm angestiegen? So. Wir sprenkeln vor allem auch Wasser in den See. Weil das wichtig ist. Wasser, Wasser. Algen wachsen auch wie Unkraut. Ist gut, das brauchen wir hier gerade. Ja. Biomasse plus 17 Gramm. Ja. Ja, Sauerstoff niedrig, alles gut. Wir müssen auch wieder was essen. Gleich ganz viel brauchen zum Verbauen. Algen. Dann können wir hier das Essen wieder loswerden. Ich habe auch bei anderen Spielen so Probleme mit meinen Fingern. Meine Hände sind einfach viel zu klein. Falls es dich tröstet, ich habe
nicht direkt einen Krampf in der rechten Hand, aber so ein bisschen wie beginnenden Muskelkater von heute. Davor, dass ich die ganzen Bögen für das Horizon Forbidden West basteln am Sonntag schon grob ausgeschnitten habe und jetzt mit der Detail, mit dem Ausschneiden begonnen habe, habe ich hier, richtig, sieht man das? Ja. Hier zieht es. So, was macht denn unser Bio? Oh, das rennt jetzt aber, gucke mal. Plus 1000% sind schon nice. 35 Tonnen gibt es den nächsten Nahrungszüchter. Lebensmittel wachsen schneller. Baumsamenstreuer. Ich dachte gerade, da fehlt was. Okay. Gucken wir mal. Rinde. Und so. Zeralgen. Packe ich den Rinde jetzt noch hin? Mutagen, Bakterien. Hier. Nützt ja nichts. Warte, das steht hier auf Kante. Ja. Rinde. Wühlmäuse sind keine Wühlmäuse, das stimmt. So, guckt mal hier, dunkel. Also ich meine, sieht cool aus, wenn es hier so leuchtet, aber dunkel. Braucht ein Sonnenlicht. Magnesium und Kobalt. Das ergibt ja sogar Sinn. Und was kann so ein Licht? Uff, das ist ja so eine Neonlampe. Oron, 37 Monate. Vielen lieben Dank für den Resub. Danke für die lange Unterstützung. Sehr, sehr cool. 37? Fühlst du dich wohl mit dem Elder Dodo? Alles klar. ASV. Ich hätte einen Wunsch. Man kann doch garantiert aus einem Hexcode einen HSV-Code raus extrahieren, quasi umwandeln, oder? Regenbogenbase. Verkehrte Welt auf dem Planeten. Wieso? Ach da, das finde ich an den großen Räumen schade. Wir haben ja eigentlich genauso Licht wie die kleinen Räume eingebaut, nur geht das Licht am Tage an und in der Nacht aus. Was? Echt? Ist es noch buggy? HSV? Ja, hier. HSV. Steht da. Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, warum die so duster sind oben. Wobei, haben die? Ja, doch, da haben sie Licht. Stimmt. Deshalb war es vorhin so überstrahlt, als ich hier stand. Kann man ja nur hoffen, dass das noch gefixt wird. Mal auf, ich erlaube mir einmal kurz rauszutappen. Hex in HSV-Converter. Jawohl. Ja, fast ein Palindrom. 39, 36, 93. Hm. 39. Hatschi, pardon. 39. 36. 93. Das sieht grün aus. Warum sieht das grün aus? 39, 36, 93?
Müsste ein Cremeton sein. Das ist nämlich mein Beige. Aus meiner Corporate Identity. Mein Beige-Ton. Ich habe ja ein Beige, ein Braun und ein Rot. Hallo Jill. Huhu, Greifenmama, wie lieb geht es meiner Lieblingsgreifin und was macht mein Lieblingsgeflügel hier im Chat? Oh, ich glaube, Jill hat gute Laune. Oh ja, doch, alles gut. Alles gut. Wie geht's dir? Wir müssen mal gucken, wenn es wieder dunkel wird, ob das wirklich ein grünes Licht ausstrahlt. Es sollte tatsächlich ein Creme werden. Jetzt sind die an. Es sollte ein Creme werden, weil ich mir dachte, ne, cremefarben erhält ohne so ein blendend ekliges Licht zu sein. Aber Spiel sagt nö, habe ich den Eindruck. Aber die... Nee, ich habe es ja nur relativ frisch freigeschaltet, diesen Vierer-Block. Der ist ja nicht frisch reingepatcht, aber ich gehe doch mal davon aus, wenn genug das Feedback geben, dass das korrigiert wird, dass das Licht da bei Nacht angeht. Dürfen die doch recht fix hinterher sein bei Miju Games. Gesundheit, Dankeschön. Ich hoffe, ich war gemutet. Ich habe den Knopf gedrückt. Aber mein Stream Deck macht ja im Moment Dinge. Wasser ist voll. 87%. Interessante Pilze. Vor allem drehen sie sich im Boden. Alles dreht sich im Boden. Okay. Wasser ist voll. Wasser ist voll. Wofür brauchten wir das Wasser? Dafür. Bakterien. Ich pack's mal in den Pilzschrank mit rein, das Wasser. Gut, also rein theoretisch haben wir hier ein Licht. Dann muss hier auch ein Licht hin. Und von Außenbeleuchtung sprechen wir jetzt noch nicht mal. Und die sind alle erstmal anders eingestellt, verdammt. Aber das Einstellen machen wir wirklich, wenn es dunkel ist und ich sehe, was für eine Farbe dabei rauskommt. Gucken wir mal, wie weit die strahlen. Der Topf im Behälter dreht sich, dass die Pflanze genug Licht von außen bekommt. Dann müsste sich rein theoretisch aber ja auch das Erdreich da drin mitdrehen und das wiederum stand still. Das ist das, was mich so irritiert hat. Oder? Oder habe ich einen Denkfehler? So, notfalls machen wir da auch noch eins rein, aber ich gucke erstmal, ob es so reicht. Das wäre 1, 2, 1, 2. Dann wäre hier wieder einer drin. Nahrungsdings ist unlogisch. Ja, so ein bisschen, ne? Glasdecken find ich ganz hübsch. Stimmt, das hatten wir, bevor ich die Base heute umgebaut habe, damit wir diese großen Räume haben, hatten wir hier mal Glasdecken angedacht. Ach nee, das wird jetzt nicht mehr funktionieren. Ich wollte gerade sagen, vom zweiten zum dritten Stockwerk hätte ja was, weil ganz ursprünglich hatte ich vor, da war hier ja noch ein Stockwerk drüber, und da hatte ich vor, da Glasdecken einzuziehen, damit man bei Nacht quasi in den Himmel gucken kann. Aber jetzt haben wir da ja unser Gewächshaus. Also das hat den Blick eh, aber wenn wir da drunter Glasdecken einziehen, dann sehen wir Erde. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Aber wir könnten natürlich theoretisch hier Glasdecken und Glasböden einziehen. Oder redest du nur von Decken und keinen Böden, dass es nicht durchsichtig ist zwischen den Stockwerken? Das ist nämlich noch so ein bisschen, dass du siehst dann halt da oben das Sofa nachher stehen. Einiges ist noch unlogisch im Spiel, aber macht es fast sympathisch. Ja, vor allem, es ist Early Access, ne? Das kann alles noch gepatcht werden. Da bin ich durchaus bereit, ein bisschen Faith zu haben. Das funzt nicht.
Das funktioniert nicht. Nach oben und unten Glas zu haben? Ich hätte gerne ein Treppenhaus anstelle einer Leiter. Ja, ne? Vor allem das andere Schiff, das hat ja eine Brücke mit einer Treppe. Und wir haben ja auch Außentreppen. Innentreppen hätten schon was. So eine Wendeltreppe meinetwegen auch, ne? Dass es raumsparend ist immer noch. Aber eine Treppe hätte was. Eine Glasdecke verschwindet doch, wenn du einen Kasten draufsetzt. Ja, ich kann aber an die Decke dieses Kastens eine Glasdecke setzen und auf den Boden des anderen Kastens auch eine Glasdecke setzen. Das meine ich damit. Das geht. Können wir gleich mal austesten. So, Lampe. Da ist eine Lampe. Und da ist eine Lampe. Da ist eine Lampe. Das heißt, es müsste hier eine hin. Da ist aber was im Weg. Es könnte dazwischen. Das kann es hier wiederum nicht. Dann wird es jetzt nicht ganz... Also symmetrisch ist es ja eh nicht, aber dann wird es nicht ganz... Ganz. Wir sind ja nicht Koja. Jetzt sind die Neuen im Chat verwirrt. Das tut mir leid. Braucht es eventuell hier noch in den Ecken Lampen, aber das gucken wir gleich, wie es mit der Ausleuchtung läuft. Dann haben wir an den beiden Außenstreben. Das funktioniert hier ja auch schon wieder nicht. Geht ein bisschen sehr unbedacht dran, ha? Eigentlich bräuchte es eher hier eine Lampe, die aber wiederum nicht um die Ecken strahlen kann. Dann ist da erleuchtet, hier erleuchtet, hier noch nicht. Die lassen wir aber nochmal stehen wegen Cremefarben. Hier brauchen wir, glaube ich, keine, weil das Ding hell genug ist. Entsprechend brauchen wir hier auch keine. Da haben wir eine. Da kommt dann noch eine hin. Wahrscheinlich habe ich jetzt gleich viel zu viele gesetzt und ist alles total überstrahlt. Später ein Reaktor nur für die Beleuchtung, genau. Weil die keinen Strom zu... Doch, da. 1,2 Kilowattsekunden. Ich glaube, das kriegen wir hin. Was ist mit Herren? Ja, fragt nicht. Sunny hat sich in den Kopf gesetzt, mich Herren zu nennen und ich weiß nicht warum. Oh, wir haben Pilze. Die ersten. Und Auberginen brauchten wir... Ach, für Stufe 2 Dünger dann Kürbis. Okay. Also erstmal ganz viele Auberginen für Dünger. Die kommen jetzt erstmal schön in Essen 2. Da ist ja Platz. Dann müssen wir auch wieder Kürbisse anbauen. Alles klar. Hier dürften wir auch keine Beleuchtung brauchen, denn hier ist unsere ganz eigene Beleuchtung. Oben würde ich erst nochmal lassen, bis wir wissen, was wir da bauen. Das heißt, es ist nur noch die Frage, was ist hier mit der Mitte? Ich pack mal. Nummer 1, 2. 1, 2, 3, aber... Nee, nicht mal. 2. Alles gut, das sind ja 4. Alles gut, hab nichts gesagt. Ich pack mal hier einfach 1 hin. So. Und dann gucken wir, ob das reicht. Herrin, oje, ja. Frag mich. Eine Frage hätte ich. Braucht man eigentlich die Fundamente für die Base? Eigentlich nur für den ersten Wohnraum mit Treppe, wenn man will. Der Rest snappt ja an. Mobile 6, es ist wohl so, dass die Fundamente nicht die gleiche Grundfläche haben wie diese Wohnblöcke. Weshalb das dann irgendwann ungenau ist quasi. Der Vorteil an den Dingern ist, dass es dir nicht passiert wie mit meiner Base, dass hier das Ganze schwebt. Der Nachteil ist eben, dass es eine andere Grundfläche hat. Das habe ich auch hier gemerkt. Die Treppen und diese Fundamente haben eine unterschiedliche Grundfläche, weshalb ich nicht einfach so bauen konnte, ich stelle die hier alle aneinander gesnappt und packe die Treppen drauf. Du siehst, die schweben ein bisschen. Man kann es wohl so machen, dass man eine Grundfläche aus Fundamenten baut und da dann ohne Snappen natürlich seine Base draufstellt. Ich persönlich wäre in dem Moment dann zu perfektionistisch, dass das wenigstens ungefähr mittig auf dem Fundament sein muss. Deshalb habe ich es gelassen. Also du musst nicht, du kannst aber. Hm.
Ach, ihr beiden herrlich. Ich glaube, das bezieht sich jetzt auf Sunny und Jana, oder? Wenn ja, stimme ich dir zu. Die sind wirklich herrlich. Dann, wenn wir da sind, noch Wasser. Alter, dieser Ohrwurm, ne? Mich zu sehr auf den Ausblick konzentriert. Quatsch. Algen. Ach, guck mal, unsere Algen sind auch schon voll. Ist ja schön. Ich glaube, wir sollten hier einfach noch mehr von den Nahrungsmitteln machen. Ich hatte erst überlegt, ob ich da noch eine Reihe ransetze und dann gedacht, nee, brauchen wir ja nicht. Jetzt weiß ich, wofür wir es brauchen. Wäre nur wegen Rohstoff einsparen. Dass du die Fundamente weglässt. Also, wenn es dir um Rohstoffe geht, die Fundamente brauchen ja nur Eisen. Ich habe hier Eisenüberschuss, weil meine 3 Eisenschränke voll sind, wenn du was brauchst. Oder Titan. Magnesium können wir jetzt wieder umziehen, weil wir hier was rausgenommen haben. Hm. 24% Moos, sehr schön. So, Sauerstoff 53. Bei 63 gibt es die nächste Heizung. Das geht also gut voran. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Was, Moment, was brauchen denn die? Da. Alu, Eisen, Wasser. Ja, wenn wir eins haben, dann ist es Alu, Eisen und Wasser. Also, wenn wir 3 haben quasi. So, 5 Eisen. Ups. 5 Alu. Erinnert mich bloß dran, wenn es dunkel wird, auf die Lichter zu achten. Ich weiß jetzt schon, dass ich es vergessen werde. So. 5 Alu, 5 Eisen, 5 Wasser. Wobei wir eine Kurve 5 bekommen haben. Hier passen im Zweifelsfall nur 4 hin. Gucken wir mal. Du hast Titan gesagt, das nehme ich alles für Planet Crafter, Idafix. Was machst du mit dem Titan? Bitte nur beantworten, wenn es mich nicht spoilert. Aber was machst du damit, dass du so viel davon brauchst? Na, es passen sogar nur 3 hin, ne? Es sei denn... Ah, wir können die ganz knapp die Rohre nicht ineinander setzen. Sieht das aus? Ah, das sieht sogar aus. Gucken wir mal, ob das was wird. Trotzdem kein 4. hinpassen, ha? Huh? Nein. In dem Fall. In dem Fall, in dem Fall. Mittig. Ja, für Planet Crafter. Ich habe da nicht genug von. Was ich mache, eine Base ausbauen. Jeder Wohnblock braucht Titan und das kriege ich irgendwie nicht genug. Ah, okay. Ich weiß tatsächlich auch noch nicht, ob du Titan auch mit diesen Erzbohrern kriegen kannst. Von daher fühle ich das. Titan hatten wir ja auch eine Zeit lang einen Mangel dran. Gerade brauche ich nicht so viel, dass wir wieder in den Mangel kommen könnten. Aber Idefix, du baust doch bestimmt wieder eine riesige Base, oder? Ich mach doch irgendwann mal Screenshots in den Planet Crafter-Kanal. Ich bin doch immer neugierig. Okay, hier gehen also nur 3 rein. Eher 5. Wir haben Auberginen, Pilze, Bohnen, Kürbis. Brauche ich da drüben auch noch? Nee, wir belassen es jetzt erstmal so. Wir konzentrieren uns erstmal auf die Auberginen gerade. Damit wir den Dünger machen können, wenn ich es gerade richtig auf dem Schirm habe. Genau, damit wir den Dünger machen können. Und wenn wir den haben, können wir erst in Stufe 2
Dünger mit dem Kürbis machen. Da brauchen wir ja Dünger für. Und Methan haben wir eh noch nicht. Also konzentrieren wir uns erstmal auf den Dünger. Und auf den Biokunststoff. Die Pilze dafür wachsen ja hier. Dann haben wir 3 und 5. Das sollte passen. Ja. Gut. Nein, ich will es nicht umbenennen. Mann. Steht schon ein Alu-Erzbohrer. Ja. Aber hallo. Methan haben wir immer genug. Wir haben immer Alu- und Eisenmangel. Alu und Eisen habe ich aktuell erstens genug. Und zweitens habe ich Bohrer stehen, die ich noch kein einziges Mal geleert habe. Tatsächlich. Warten wir mal, während wir hier warten. Ich frage mich, ob zu der Schredder gut sein soll. Ja, ich bin da auch noch ein bisschen verwirrt. Ehrlich gesagt. Vielleicht kann man aus Sauerstoffdingern dann wieder 2 Kobalt machen oder so. Oder aus Wasser. Nee, oder? Nee, oder? Lass uns das gleich mal austesten. Dann geht mein Deko... meine Dekolust aber mit mir durch. Hi, solltest du nicht nur Iridium fördern? War da nicht was? Moment, gib das mal her. Das kriegen wir nämlich gerade gar nicht unter. Halt, das sollte ich nicht rausschmeißen. Nur das und das und das. Ja. Und Joggy, vielen Dank für deinen Follow. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend auf dir. Die sammeln auch die normalen Erze. Okay, ich dachte, die sammeln nur das eine, was sie unten anzeigen. Das ist gut zu wissen. Wieder was gelernt. Die Dinger fördern immer alles Mögliche. Ja, okay, das habe ich dann jetzt auch gelernt. Wie gesagt, ich hatte die vorher noch nie geleert. Das Lustige ist, wir haben hier eins, wie gesagt, für Eisen. Wir brauchen aber aktuell gar kein Eisen. Deshalb können wir das jetzt alles rausschmeißen. Idefix kriegt wahrscheinlich gerade die Krise. Ich habe eine Uranhöhle gefunden. Das wäre tatsächlich ein Spoiler gewesen, wenn nicht schon erzählt worden wäre, dass es wohl eine geben soll. Wir haben sie aber noch nicht gefunden. Ich habe nur eine Vermutung, wo sie sein könnte. Insofern da bitte nicht erzählen, wohin. Ich möchte sowas selbst herausfinden. Das wäre ganz lieb. So. Dann haben wir Magnesium ganz problemfrei bald wieder aufgefüllt. Silizium ebenso. Kobalt. Iridium 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Dass man dort auch Iridium ernten kann, wusste ich nicht. Du hast mich gespoilert. Ja, gut, dafür guckt man Streams. Licht, Licht, Licht! Ei! Licht. Es ist ein sehr grünliches Licht, ha? Huh? Ja. Und es ist hier auf jeden Fall noch zu dunkel. Okay, wir brauchen also fast überall. Hier geht's. Hier geht's, hier geht's. Brauchen wir auch noch. Okay, so. Dann machen wir hier aber volle Beleuchtung. Volle Kanne. Müssen wir sie nur wieder rausnehmen, wenn wir da irgendwie einen Schrank oder eine Kiste oder sowas hinstellen müssen. Da haben wir stehen, da haben wir stehen, da haben wir stehen, da haben wir stehen. Da haben wir. Das soll eigentlich hier in dieser Klappe drin sein, die wir eh nicht öffnen können.
Müsste es hier eher dahin, ne? Egal. Da haben wir... Hier kann noch hin... Komm, wie viele Lampen wollt ihr haben? Ja. Da, da. Hier geht nicht. Oh, hier geht da. Immer noch? Haben wir noch. Haben wir hier Licht? Hier hat's. Da kriegt's dann doch noch. Und erst einmal essen, einmal trinken, einmal nicht ernten, nicht ernten. Okay. Vier. Sollte eigentlich reichen. Und da ist unser Magnesium dann auch schon wieder passé. Nun, Dinge passieren. Liebe es einfach zu erkunden, das ist wie bei Subnautica, da bin ich einfach tagelang rumgeschwommen. Ja, ist so. Stimmt. Symmetrie, wo ist sie hin? Ah, weg. Hat heute frei. So, das heißt, hier haben wir, da haben wir. Dann nehmen wir das weg. Sind wir da hinten noch dran? Nö. Machen wir es hier von der anderen Seite. Ich ja kein Problem. Die Moos-Ära war zu 70% fertig. Bei dem, was du als höchsten Spielstand hattest, Hutzelsepp, dann bist du ein bisschen weiter gewesen als wir. Wir sind bei 27%. Jo. Jetzt ist es natürlich tagsüber furchtbar hell hier. Uff. Okay, Beleuchtung. Hier haben wir natürlich noch keine, aber hey. Und dahin. Mit die Rinde. Lass mich da runter. Lass mich da runter. Rinde. Gucken wir mal, ob es jetzt dann reicht. Und was hier der Stand sagt. 63, 55. Als wir das letzte Mal geguckt haben, waren wir, glaube ich, bei 45, ne? Geht durchaus doch schon. Ja. Ich wollte den Wert wissen, weil die Phase ein Spoiler wäre, aber gut, dass Janika in derselben ist. Stimmt, du fragst immer sehr, sehr klug danach, dass du sagst, wie viel TI hast du in Mega oder Giga. Das stimmt schon. Aber jetzt hat es ja gerade gepasst, zum Glück, genau. Saatgutstreuer. Wir können den größeren Saatgutstreuer bauen. Mit zwei Dünger, genau. Da, deshalb sind wir auf den Dünger gekommen. Zwei Aubergine, ein Schwefel. Der ist da jetzt nicht mehr über, aber da drüben. Alter, ist das hell. Die müssen wir alle noch einstellen. Vier. Schon wieder vergessen. Sechs Algen folglich. Und Auberginen. Wir haben erst zwei, ich weiß, aber die beiden müssten jetzt fertig. Immer noch nicht. Mann! Keda! 35 Monate! Wie die Zeit vergeht. Ist so, Keda, ist so. Nächsten Monat wird geelder Dodot hier. Such dir schon mal eine schöne Dodo-Schnabel-Schnabeltasse aus. Vielen Dank für die lange Unterstützung, Mensch. Vielen, vielen Dank. Hab weiterhin ganz viel Spaß. Hätten wir nicht noch einen Dünger? Verdammt, noch eins. Okay, dann lassen wir das mal hier. Ein Schwefel. Ein Schwefel. Nicht zwei, eins. Das ist drei, das heißt, wir brauchen 9 Algen. Die haben wir ja in dem anderen Ding noch.
Und Auberginen noch und nöcher. 90%, 68%. Ein Monitor, wo man alle Lampen auf denselben Wert stellen kann oder dieselbe Farbe, das wäre cool, aber ich glaube, sowas gibt es nicht. Oder wir haben es noch nicht, kann auch sein. Alles im Bereich des Möglichen. ...2 Tonnen. Sag mal, was ist denn eigentlich... da? Können wir die Legierung schon mal nach hinten bringen? Dass die hier mit drin liegt. Und Wasser haben wir ja sowieso... ein bisschen was über. So ein ganz bisschen. So. Wird es dunkel? Sehe ich das richtig? Nein. Na gut. Mal wieder. Mir fehlt es am Ende am Zeolit. Kein Bock, einfach nur Raketen zu spammen. Wenn ein Spiel einschlägt, legen doch die Modder wieder los. Ja, bestimmt. Was? Koya wartet nur, um mich wieder zu erschrecken? Nee, wir machen heute tatsächlich ein Stündchen länger. Dadurch, dass wir nicht 2 Stunden Streamraiders zocken, sondern Planet Crafter, hat Koya gesagt, er möchte 1 Stunde länger fürs Essen haben und wir sollen ruhig 3 Stunden Planet Crafter machen. 3, 4, 6, 8. Mehr als 9. Definitiv mehr als 9. Pilz. 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 Maschine. Maschine. Ihr braucht noch logischerweise. Dann können wir ja wieder. Schwefel. Ach nee, hat nicht ja nur eine. 2, 1 Schwefel. So. Nee, Wasser braucht's doch gar nicht, oder? Ach Gott, bin ich verwirrt jetzt. Leute, was ist da los? Warum? Hm. 2 Wasser, 2 Legierung. Blumen, Blumen. 125. 13? 325. Koya ist? Ja, Koya ist. Soll tatsächlich vorkommen. So. Wetten, das können wir jetzt immer noch nicht da reinpacken, die Saat? Wetten? Doch. Also plus 905. Ja, dann pass auf, warte. Moment, Freunde der Sonne. Moment. Dann müssen wir die kleinen Dinger ja gar nicht bauen, sondern die großen. Und der hat einen 600% Multiplikator und keinen 300%. Statt 2 Wasser habe ich jetzt 2 Wasser verstanden. Huch. Ja. Macht das jetzt plus 1,95 pro Sekunde. EPT. Zum Vergleich, hier ist der kleinere. Der würde 483 machen. PPQ pro Sekunde. PPT ist dann entsprechend mehr. Ah, oh, guck mal.
nehmen wir hier jetzt trotzdem nochmal raus. Hier kommt jetzt wieder Gras hin. Dann brauchen wir von denen auf jeden Fall mehr. Statt der kleinen da hinten machen wir dann das hin. Überall. Wir brauchen Dünger, Leute. Dünger ohne Ende. Wir können die das Blümchen hier jetzt auch gerade drin lassen. Aber... Blumenwiese incoming. Oh ja. Vor allem, das war ja dieser goldene... Oh, guck mal. Oh, guck mal. Wie schön. Ja. Dann geht's ja mit dem Sauerstoff jetzt massiv vor. Ja. Voran. Okay, also wir brauchen mindestens Saatgutstreuer Stufe 1. Auch die würden aber Dünger kosten. Das heißt, wir investieren direkt in die Stufe 2. Direkt in die Stufe 2. Dankeschön. Dankeschön. Da ist noch was. Da, da, da. Alle Katerchen. Ja, der Greenscreen steht schief, ich weiß. Das heißt nicht, dass du ihn verschieben musst. Oder könntest, dazu ist er zu schwer. Ich fand das so toll, wie ich das erste Mal durch meine Wiese gegangen bin. Oh ja. Oh ja. Aber es ist nicht deine Wiese. Es gehört der Firma, für die du das baust. Du darfst hier ja nichts besitzen. Wir haben gerade eine der letzten drei Gurken verdrückt. Die sind gut durchgezogen. Oh ja, das kann ich mir vorstellen, Tobi. Das kann ich mir vorstellen. Sag mal, Katerchen. Gott. Jo. Wasser. Fast fertig. Der Kater ist heute schon den ganzen Tag so drauf. Der macht schon den ganzen Tag nur Unfug. Es ist wirklich so. So. Heißt, eigentlich müssten wir erstmal voll in Auberginen investieren, damit wir Dünger ohne Ende machen können, ha? Wir gehen, wenn die Pilze weg sind, erstmal voll, also durch sind, erstmal voll auf Auberginen. Na, gucken wir mal. Können wir uns bestimmt schon wieder eine Rinde holen? Herr von und zu Aero. Ich glaube, Herr. Sagtest du nicht, du hast im Kopf, was man braucht für die Biomasse-Rakete? Triebwerk, Rinde, Weilegierung und was noch? Fertig? Die Firma kann es ja versuchen. Ich meine, wer steht hier auf dem Planeten mit ganz viel Uran und der Möglichkeit, Raketen zu bauen? Zwei Plastik. Danke, Wulle. Wieso weißt du das? Achso, du warst vorhin schon im Lurk. Stimmt, da war was. Ich wollte gerade sagen, hä? Deshalb wollten wir Plastik bauen, da war ja was. Triebwerk, zwei Legierungen, Dünger, Lümmer. Und Rinde. Triebwerk, zwei Legierungen. Und die Pflanze mit L, das war Lümmer. Aber zwei Legierungen oder zwei Kunststoff? Zwei Legierungen doch, oder? Lümmer haben wir noch, das ist nicht das Problem. Sagte ich in meinem jugendlichen Leichtsinn. Wir haben noch Lümmer, ich weiß nur gerade nicht. Wo? Ja. Da. Legierung mal zwei. Gut, dann, Und den Kunststoff nicht, ja? Dann lasse ich den nämlich gleich da. Jetzt
bin ich vollkommen orientierungslos, um Gottes Willen. Aubergine. Ah. Kunststoff nicht, okay. Dann Kunststoff wieder rein. Rinde, Lirma, zwei Legierungen, Triebwerk. Dünger. Dünger fehlt noch. Ja, ja, den musste ich noch bauen. Das ist soweit so klar. So. Ich möchte, dass es nochmal so schön grün funkt hier. Hallo? So, man sollte sie ja ablenken können. Jawohl, ja. Schieß hoch, schieß hoch, schieß hoch. Da oben fliegt sie noch. Da schießt sie in die Höhe. Guck mal. Nochmal Schimmelregen, ja. Kommt ihr hier jetzt auch? Na komm. Nicht nur da hinten. Komm her. Ich muss auch die Biomasse verbessern. Und Algen sammeln. Ich glaube, ein Algenzüchter würde auch reichen, wenn du erstmal welche hast. Das wuchert ja, das Zeug. Ich habe Hunger. Na. Wir sollen uns doch in der Moos-Ära befinden. Moosen sie mal. Müssen wir uns auch gleich unsere Wiese angucken. Essen. Dann Algen, die wir sonst nirgends mehr loswerden. Nun. Also drei Lirma haben wir noch. No collision, bug or feature. Bit of both. Bin auch schon in diese Felsen reingepackt, tatsächlich. Also, naja. Dunkel? Nicht dunkel. Hier immer noch ein hübscheres Licht haben. So. 28, 150, 180. Das ist schöner. Kann ich da was tippen? Nein, natürlich nicht. 28, 150, 180. Was meint ihr? Gibt es eigentlich auch einen Erfolg, 10.000 Screenshots pro Tag? Naja. Ist das nicht famos? Sorry fürs Erdbeben, ich weiß, der war unterirdisch. Uff. Lass mal abwarten, bis es dunkel wird. Wird's jetzt langsam. Also so würde es bei dunkel aussehen.
Eine Cam hängt? Was? Vor allem, warum ist mein OBS zu? Meine Cam hängt. Hey, Cam! Warum? Und interessanterweise, die Cam ist jetzt aus. Also, die Kamera ist ausgeschaltet. Da kann gar nichts mehr. Da kann gar nichts mehr. Faszinierend. Ich glaube, der Cam-Link läuft ein bisschen heiß. Hem, was meint ihr? 28, 150, 180? Ja? Hast du einen Screenshot mit F12 gemacht? Nein. Hallo, Becky-Bilder. Nein. Screenshots liegen bei mir auf einer anderen Taste. Es waren 28, 150, 180, ne? Nicht umgekehrt. Ja. Also. 28. 150. 180. Ich werde garantiert hiervon irgendeine Lampe übersehen. Ja, so. 80. Jawohl. Unsere Base muss schöner werden. Ach. Seht ihr die Zahlen überhaupt? Da? Ich kann sie nämlich kaum lesen. 28, 150, 180. So. Ich habe ein angenehm bläuliches Licht in der Hütte. Okay. Ich sehe sie nicht, nö. Okay, sie sind da. Ich versichere euch, sie sind da. 28. 50. Ich hätte da wirklich gern ein Schaltpad für, womit ich die alle umstellen kann. Vor allem, das wäre ja recht gut zu implementieren. Notfalls gibt man halt der, kann man den Lampen Zahlen von 1 bis 10 oder so geben. Und dann kann man an dem Pad implementieren, alle mit der 1 sollen bitte die Farbe haben, alle mit der 2 die Farbe. Dann kann man immer noch eine Regenbogenbase machen. Selbst mit so einem Schaltpad. Es wäre so gut zu implementieren. 28... 50, wo habe ich denn überall Lampen stehen, verdammt? Wieso habe ich so viele Lampen aufgestellt? 80. Das ist jetzt die Rache dafür, dass ihr euch beschwert habt, dass ich off-stream umgebaut habe. Es war nämlich ähnlich stupide. 50, 180. Frag mal Alexa. Du heißt nicht Alexa, du heißt Hector, Katerchen. Hi. Hallo. Schnur. Kann aber jemand heute wieder schnurren? Katerchen? Sag mal hallo. Sag mal hallo. Es sind so viele neue da, die kenne ich noch gar nicht. Sag mal hallo. Ne, da ins Mikro, nicht in die Kamera. Die Kamera ist aus. Kater mag mich. Manchmal schnurrt er auch ins Mikro. So.
Jetzt hat er eher Hunger, deshalb sitzt er hinter mir und schreit. 28, 100, 50, 180. Bestimmt sind die Auberginen gleich wieder fertig. Der Kater möchte keine Auberginen. Der Feldtentakel vom Dienst ist wieder da, sowieso. Was fehlt mir? Was fehlt mir? Was fehlt mir? Shit! War was? War was? War was? Ich hab nichts gemerkt, ihr? Was fehlt mir? Aber Tasche leer, ja. In dem Moment, in dem ich gesehen habe, was fehlt, habe ich auch gesehen, dass ich halt nichts dabei habe dafür. Ah. 28, 100. Beim Dekorieren. Heizungsstufe 4, sehr gut. Beim Dekorieren verdurstet. Und deshalb betreibe ich normalerweise nicht so ausgiebiges Basebuilding, liebe Leute. Oh Mann. Wie peinlich kann ein Stream sein? Ja. Und 20, 150, 180. Da wird es schon wieder hell. Ah, 150, 180, 28, 50, 80. Die sind auch. Hier haben wir keine. Hier ist noch eine. 28, 150, 180. Haben wir's? Sind wir durch? Nein. 28. 150, 180 und dann sind wir jetzt aber durch, oder? 150, 180. Da hat Jannika die Sünde gemacht. Nein, Sünde ist am Seeufer verdurstet. Das sollte man dazu sagen. Die Herren des Lichts. Werden die Tode hier in den Todescounter mit eingerechnet? Nein. Wie, Jannika hat die Sünde gemacht. Ach, ich bin nur rumgelaufen und irgendwann verdurstet. Ich habe zwar noch gemerkt, dass es Wasser ist, das mir fehlt, aber ich hatte halt keine Zeit mehr, welches holen zu gehen. So. Pilz, 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 Aubergine, Aubergine. Und die alle mal sinken. Samen 1. Und einer mehr noch. So, dann geht's jetzt voll auf Auberginen hier. Pilze können hier rein. Noch durchsortieren. War das jetzt? 2 Auberginen, 1 Schwefel, 3 Algen. 2 Auberginen, 3 Algen und Schwefel. Stimmt. Zinde verdurstet regelmäßig beim Bauen, echt? Bei den Pflanzkübeln war noch ein grünes Licht. Und du hast vollkommen recht, Wulle. Du hast vollkommen recht.
Dankeschön. 28. 50. 180. Und guck mal, wie schön mauschelig es jetzt hier drin aussieht, während es draußen regnet. Oh, oh, oh. Ich glaube, ich werde heute Nacht von 28, 150, 180 einfach träumen. Ich sterbe die gesamte Zeit beim Zusehen im Stream. Weil man das Piepen dann überhört, weil man selbst eine Warnung kriegt, ne? Aber ist ja auch irgendwie wieder schön, wenn ich dermaßen ablenken kann. Und es offenbar Spaß macht beim Zuschauen und bewirkt, dass Leute vollkommen alles um sich herum vergessen. Das ist ja auch irgendwie wieder ein Lob. Finde ich. So, was braucht denn die Heizung Stufe 4? 2 Iridium, also Schwarzpulver, 2 Iridium, 3 Legierung. Ich habe es übrigens Sprengstoff genannt, weil Schwarzpulver über 2 Zeilen gehen würde und ich das nicht hübsch fand. 4 macht 8 Iridiumstäbe. Die haben wir übrigens so auf Tasche. Und was habe ich jetzt gesagt? 4, also 12 Superlegierungen. Das könnte eng werden. Nö. Na, oh, guck mal, die ganzen Blümelein. Ja. Ein Ablenken bist du super. Also da Kernkraft, dann machen wir hier Heizung. Alter, sind die groß. Alter Schwede. Ah, gut. Moment, die haben... nein. Wenn schon, denn schon. Kommen die Rohre... Ach, die Rohre kommen aus allen Richtungen raus. Dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Nee, da ist ein Kasten, da ist ein Rohr. Da ist ein Rohr, da ist ein Rohr. Okay, ich dachte, wir könnten die Rohre wieder so schön ineinander versenken, aber dafür liegen sie zu tief. Alles gut. Alles gut. Ja, der Boden ist halt ein bisschen uneben, ne? Das ist okay. Eventuell fehlt uns da so ein bisschen Strom. So ein ganz klein bisschen Strom. Stromauswahl in 3, 2, 1. Ja, ja. Alles gut, kümmern wir uns gleich drum. Lassen sich die Rohre aber nicht verbinden. Ja, ich hatte kurz Hoffnung. Die brauchen 51,5. Okay. Schon mal hier. Sind. Ich hoffe, die despawnen, wenn man den Spielstand neu lädt. So. Wir brauchen Strom. Wir brauchen Strom. Da sind sie alle aus. Und wir brauchen Sauerstoff. Ja.
Ach so, weil der dazugekommen ist, alles klar. Schwarzpulver. War ja was. 3 Uranstäbe, also 6. Rakete starten, wenn wir keinen Strom haben? Können wir eine Rakete starten, wenn wir keinen Strom haben? Ich nehme schon mal einen Wasservergleich mit. Hier haben wir noch Wasser drin, ne? Nee, hier. Oder ich trinke es einfach schon, wir haben ja. Nein, die despawnen nicht. Dann räume ich sie irgendwann weg. Uranrakete, Leute. 2 Uran. 1 Triebwerk. Weiß ich noch. Nie ausprobiert, aber die sollte aus sein, die Rampe. Okay. Ach so, Moment, halt. Wir haben ja einen drüben. Das heißt, wir brauchen... zwei Stäbe, ein Wasser und Sprengstoff. Zwei Stäbe, ein Wasser, Sprengstoff. Zwei Stäbe, ein Wasser, Sprengstoff. Moment. 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 Zwei Stäbe. Ein Wasser. Sprengstoff. Wie kämen wir ja hin? Ein kleiner steht da ja noch. Wie winzig klein einfach die großen Kraftwerke gegen die großen Heizungen wirken. Da ein großes draus. Das wiederum können wir hier verbinden. Und haben wieder Saft. Sehr gut. Dann brauchen wir trotzdem wieder Uran. Algen haben wir eigentlich gerade genug. Wir warten eher auf die Auberginen. Die dürften jetzt aber wieder... Nee. Na? 4, das heißt wir brauchen 2 und 6. 6, okay. Schwefel. Ja, genau. 1. Ja, langsam wird's ja. Auch diese verfiebte Rakete jetzt. Kater, hör auf. Mir geht nie der Strom aus, weil ich immer vorbaue. Das wollte ich ja eigentlich auch machen. Ich habe mich nur gerade überschätzt gehabt, was die Menge an Strom angeht. Aber das ist okay. Biomasse, Magnetfeld, Uran. Ne, 2 Legierung, 3 Kobalt. Das war's.
2 Legierung, 3 Kobalt. Habe ich Legierung dabei? Ja. Dann nehmen wir einfach hier die 3 Kobalt gerade her. Kater, hör auf zu meckern. Was ist mit dem heute, ey? Der rennt die ganze Zeit hin und her, schmeißt Sachen um, stellt die Küche auf den Kopf. Irgendwas hat den heute geritten. Kobalt zieht Uran an. Das ist auch eine interessante Logik. No, 2 Uran haben wir noch im Inventar, aber so viel werden wir auf einmal eh nicht. Dein Haustier, Tiger will endlich sein eigenes Zimmer in der Base. Hat er, oben. Wie soll denn ein Kater rollig sein, Deirador? Die kommen aber schnell. Hui! Oh, guck mal, wie das springt. Das sind definitiv 5. Und die nächsten runter. Kommt auf mich zu. Kommt sehr auf mich zu. Der kommt tatsächlich sehr auf mich zu, ja. Dass der wieder da oben landet, ey. Und ich fällt das da runter. Aura Stufe 4 auch freigeschaltet. Sehr gut. Hi. Der ist oben aufgeprallt. Also da. Interessant. Ich sehe leider vor lauter Trümmern keinen Uran mehr. Aber ich finde es gerade sehr schön, dass das so zentriert hier ankommt. Sauerstoff. Wir haben ja gleich... Oh, oh. Oh, oh. Wir sterben jetzt. Nein, ich verhack, ich verhack, ich verhack, ich verhack, nein! Hätten wir uns nicht verhakt, ne? Jo, danke, habe ich verdient. Wer war's? Lucano. Habe ich voll verdient. Gebe ich ja offen zu. So. Pack dir eine Flasche Sauerstoff in der Kiste auf die Treppe. Im Zweifelsfall wäre das gar nicht so dumm. Hey! Aua! Nicht britzen! Komm ich an dich dran. Mal, ob es hier runtergepurzelt ist. Le Uran. Hier wäre jetzt halt ein Multiplayer super praktisch, weil man gleichzeitig da, wo sie runterkommen, die Meteoriten direkt farmen gehen könnte. Und ein bisschen mehr Überblick behält. Aber gut. Da fehlt eindeutig das Pförtnerhäschen. Wieso Häschen? Das ist wieder der da leuchtet.
Sauerstoff habe ich noch. Du hast doch schon die Karte auf deinem Monitor betrachtet, oder? Ja. Ach so, da sieht man es wahrscheinlich auch. Ja, wäre eine Überlegung wert. Noch eins, ich sehe es genau. Ich hörte ein Häschen, Hauschen, Häuschen. Okay. Autokorrektur macht die. Das gucken wir uns mit mehr Sauerstoff an. Nächster Tod in 3, 2, 1. Nein. Das Ding bekommst du wahrscheinlich nicht. Aber. Spiel! Das ist so hinter die Wand gebackt, ne? Das sollte da gar nicht sein. Ja, hier ist ein Alpha-Mann. Nee. Na gut. Nicht. So, also. Haben wir hier mal wieder welche auf Vorrat. Bleibt das Gerl jetzt da? Grill. Nein, das despawnt mit der Zeit. Wenn die Teile zu nah an deinen Fundamenten liegen, ist es genau so. Oh nein. Ist doch gerade dunkel. Schau mal auf den Monitor. Da. Da. Aber das könnten auch die Meteoriten sein, die gelandet sind, ne? Also da kommt ja Uran raus, aber es bleibt ja auch immer so ein schwarzer Stein liegen, der grün leuchtet. Da würde noch was leuchten. Dann. Moment. Rinde vorher? Bei Rinde und so? Wir haben das Moos gefunden. Der Grand Canyon of Yannicka Prime ist so. Hallo Hector. Wir haben das Moos gefunden. Also das erste bisschen. Und eine Kiste. Wie viele Kisten kann man denn übersehen? Ja, Hector, du bist eh der Tollste. Hallo. Grüner Glipper. Nee, das ist Moos.
This is Moos. Das erklärt jetzt auch, warum es nicht vollgelaufen ist vorhin. Hier mit Wasser. Die brauchten das, damit hier Moos wachsen kann. Ja, ist ja gut. Ist ja... Wie kann so ein kleiner 5,5 Kilo Kater, fast 6 Kilo Kater, einen so doll schubsen? Komm mal hoch mit deinem Schnäuzchen. Komm mal hoch. Komm mal, bis hier müsstest du kommen. Moos ist flauschig, oder? Eine Orchidee. So, nachdem ich hier ja gerade schon Sauerstoff mit habe, ich wollte auch noch mal gucken, was hier hinten ist. Würdest du bitte nicht aufs Mikro hauen, Hector? Gibt ein ganz unangenehmes Geräusch für die Zuschauer. Genau, dreh dich mal um. Schnurr mal lieber ins Mikro. Sag mal hallo. Ich muss nur, weil Sauerstoff und so... Scheint tatsächlich nichts zu sein. Schade. Na gut. Dann. Ja. Er schubst mich einfach halt richtig, ne? Sechs Kilo Kater. Lauschen sich gerade auf mindestens 25 Kilo. Ja, genau, du bist gemeint. Genau, du bist gemeint. Komm mal her, zeig dich mal. Zeig mal her. Ja, Vater. Bleib doch auf dem Schoß. Schaffzeiten. Medium, Schwefel, Pilzsamen. Die Schnüs konnte man sehen. Ja, ja, höher kommt er logischerweise auch nicht. Aber zumindest konnte man ihn mal kurz sehen, anstatt ihn nur zu hören. Oder die Auswirkungen auf mich zu sehen. Jo, dann 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hätte den Schwefel gar nicht wegpacken müssen. 1, 2. 1. Mehr Dünger. Wir sollten uns um mehr Energie kümmern, haben wir gesagt. 188 verfügbar. So. Katerchen will offenbar nicht mehr haben. Raschel, raschel. Kein Kater. Muss 79%, ja, jetzt geht's gut voran. Wollen wir nochmal für Koya gleich so eine Rakete fertig machen? So eine Lirma? Dass er die auch mal sehen kann? Wenn ja, was brauchte man dafür noch? Dünger? Wasser, ne? Ein Dünger? Wasser? So? Kann das sein? Bald habe ich Sunny doch so weit, dass wir uns eine Katze holen. Dünger, Rinde, Lärmer. Dünger? Rinde, Würmer. Triebwerk. Kein Wasser? Plastik, auch Wolle. So. Was haben wir denn nun noch?
Wir wollten ja eigentlich Saatgutstreuer bauen. Dafür brauchen wir 2 Dünger, 2 Legierung, 2 Wasser. Triebwerk, 2 Legierung, Dünger, Lirma und Rinde. Dankeschön. Aber ich kann 2 kleinere Pflanzen für die anderen Kübel mit rausnehmen. So. Dann geben wir mal das gute Zeug hier. Und das andere gute Zeug hier. Wieso sind ja da hinten doch leer? Hoppala! Okay. Hier haben wir ein Blümchen. Dann haben wir theoretisch 2 Gras. Dann haben wir ein Blümchen. Dann haben wir 2 Gras. Dann haben wir hier wieder ein Blümchen. Ja. Ist da eh zu weit. Noch ein Gras dazwischen. Ach nee, der braucht Lirma. Habe ich dann jetzt wieder ein Lirma bekommen? Aha! Da bekommen wir die Lirma-Samen wieder her. Oder können wir da irgendwann auch wieder welche von ernten? Nö, können wir nicht. Okay. Dann lassen wir das mal. Dann lassen wir das mal lieber. Mir jetzt einfach überall Blümchen hin. Guck mal, wie weit die reichen. Guck mal, wie weit die reichen. Alter. Was hat denn das für eine Riesenreichweite, das Teil? Voll gut. Da kommt hier halt noch eins hin. Also. Hier. Geht auch. Und schneit es gerade. Ja, das kann gut sein, Mira. War ja angekündigt. Wir sollen es morgen erst ankommen. Schade, dass das Gras dann direkt mit verschwindet. Ja, das kommt aber hier wieder. Du kannst jetzt mit den Raketen leichter merken auf diese Weise. Jede Rakete braucht 1 Triebwerk und 2 Legierungen. Denn die baust du... du baust die dort, ja. Und die restlichen 3 Sachen unterscheiden sich im Nutzen der Rakete. Ja, dadurch kann ich mir nur die restlichen 3 Sachen immer noch nicht automatisch herleiten oder merken. Aber ja, kann's versuchen. Mal die Lirma hier rein. Aus Gründen. Halt, nein. Ein Lirma brauchen wir. Pack nicht alle Lirma hier rein. Magnesium. Minium. Essen. Haben wir 2-mal? Haben wir 2-mal? Haben wir 2-mal? Upsala. Es ist aber auch eine Rennerei. So. Haben wir wieder 2 Dünger. Wo bekomme ich Uran her, außer in Kisten? Lieber Onkel, willst du es wirklich wissen? Soll ich es dir spoilern? Kommt mit der Zeit, das kann sein. Wobei ich ja viele verschiedene Spiele spiele und nicht nur mit Gaming
meinen Lebensunterhalt verdiene, von daher auch viele, viele andere Sachen im Kopf haben muss. Aber ja, ich versuch's. Ja, möchtest du? Okay, lieber Onkel, hast du eine Raketenstartplattform? Wenn ja, kannst du da ab einem gewissen Know-how eine Rakete lernen, beziehungsweise ich glaube, die Uran- und die Iridium-Raketen waren die zwei, die du dir da direkt bauen konntest. Bau dir mal so eine Raketenstartplattform und guck da in den Computer auf dieser Plattform rein, was du brauchst, um eine Rakete zu bauen. Dann kannst ja, du... Ja, mach das mal. Oh, Junge! Aha! Dann kannst du eine Rakete ins All schießen und da kommen Meteoriten mit Uran. Alter! Warum erschreckst du mich immer so? Da liegt übrigens noch Uran, wo wir gerade dabei sind. Und ich habe mir eine Überraschung für dich überlegt. So was? Nett bin ich und so scheiße bist du. Nee, na, hallo, ich hab dir nur beigepflichtet. Ja, aber. Die Maru hat Spaß am Klippen. Guck mal, jetzt kommt das Moos hier auch an, Leute. Moos. Sehr schön. Das Moos erobert die Welt. Ja, gleich nicht nur den Boden. Errungenschaft freigeschaltet Greenery. Ich glaube, wir haben Moos gerade auf 100% gebracht. Ich glaube, wir haben die nächste Phase erreicht. Bis also die Arme mal vom Stuhl fällt. Ja. Wenn du die ganze neue Welt nicht gleich verstrahlst hier. Nicht? Ist das bei dir auch so kalt? Es soll ja... Ich habe die 2-Legierung vergessen. Puh! Es soll ja schneien. Morgen. Ja, angeblich schon. Es soll morgen sehr viel schneien und Samstag ein bisschen. Ich habe gerade die Heizung wieder angedreht hier. Die sind doch ein bisschen frisch geworden. Das ist ein guter Hinweis. Das könnte ich wenigstens im Schlafzimmer vielleicht mal tun. Ich hatte sie eigentlich überall außer im Schlafzimmer schon aus. Aber da ich ja so eine Frostbeule bin, sollte ich sie da vielleicht nochmal wieder anmachen. Ich wäre vielleicht ganz clever. Warte, 2. Das ist keine Legierung. Das ist Legierung. So. Gelsenkirchen hat schon geschneit. Ja, in Hamburg hat es ja irgendwie 10 cm runtergehauen oder so. In Hamburg ist es richtig extrem. Ich weiß nicht, wie es bei meiner Familie ist, aber in München wohl auch. Chrissy schrieb auch was von Schnee. Na, also diesen April-Schnee ist es ja fast schon. Morgen ist es April-Schnee, ja. Ja, eben, ja. So. Jetzt. Jetzt ist es wartet dunkel. Wartet mal, wo ich wohne. Wartet mal, wo ich wohne. Ja. Dann wohl Hamburg. Nüsse. Nüsse? Ja. Guten Appetit. Hat's denn gemundet? Oh ja, Gott, heute gab's nicht viel, aber ja. So, ich würde jetzt ja eigentlich ganz gerne... Jetzt könnte ich dir zeigen, wie toll die Base mittlerweile erleuchtet ist, aber wir sind zu weit weg. Kannst du von Weitem bewundern. Ui, toll. Hier sieht echt... Sieht ja aus wie eine Großstadt dahin. Ja, weil wir mittlerweile Blumenwiesen haben. Oh. Und Bäume. Aha. Mhm. Ja. Und Strom. Im botanischen Garten. Ja, siehst du ja da unten. Und Algen. Und Wasser. Au, Algen. Oh. Ja, daraus machen wir unsere Bakterienfarmen, damit wir sowas wie das hier hochschießen können. Ah, jo. So, wird es langsam wieder hell? Es wird langsam wieder hell. Gut, dann drücke ich mal das Knöpfchen. So wie du das duftest, hast du es bald durch, das Spiel. Pass auf. Also, ich vermute, dass ich jetzt bis auf eine Höhle alles erkundet habe, was man aktuell erkunden kann. Aber du kannst halt ganz viel noch über Terraforming freischalten an neuen Bausachen. Okay. Das heißt, die Map ist momentan noch stark begrenzt, oder was von der Fläche her? Ja, da ist noch ganz viel, was... nee, es gibt nur ein GPS mit eingeschränktem Ausschnitt, was du dir angucken kannst. Mhm. Oh, warte mal, jetzt müsste es grün werden, genau. Guck mal. Achso, du hast Delay. Das geht jetzt direkt durch die Rakete, ist es jetzt grüner geworden, oder was? Ja, guck mal, was hier in der Luft ist. Hm. Das bringt einmal Pflanzensporen quasi ins... Gesundheit. Allergie kickt auch virtuell. Nein, das bringt jetzt einmal 1000% Biomasse-Steigerung. Himmelregen. Also so. Ja. Ja. Wenn du den Kühlschrank 3 Wochen lang zuhattest, dann aufmachst. Ja, ja gut, so jetzt ungefähr. Haben wir hier natürlich auch überall grünes Licht. Eigentlich haben wir hier in der Base wunderbar gelbes Licht. Wir haben nämlich überall Lampen aufgestellt.
Uranregen, kann es natürlich auch sein, ja. Ist die Rakete. Nee, Uran hatten wir eben regnen lassen. Das jetzt gerade ist tatsächlich Biomasse. Besser Uran als Urin. Aus unserem kleinen Landschaftspark hier. Ja, nu. Ja, voll weit gekommen. Und voll weit verirrt. In der eigenen Basis. Ja, mittlerweile ist sie so groß. Beschämt. Mittlerweile ist sie so groß. Ja, ich vermute mal, du willst wieder, ha? Huh? Ja, ich würde ganz gerne mich verprügeln lassen. Hm. Und wenn ich Nein sage? Dann werde ich bitterlich weinen und auf deinem Kanal streamen. Kannst du nicht. Doch, verdammt, du hast das Login, du kannst doch. Natürlich kann ich das. Vielleicht kriege ich dann ja mal einen Zuschauerschnitt von 100 auf meinem Kanal. Wenn du das streamst. Versuch's doch mal. Na gut.